In der 9 weiß ich nicht mehr. Hallo! Liebe Freunde von White Russian, hört man bei mir im Hintergrund die Musik aus dem Fernseher? Nee, irgendwie nicht. Nee. Ja, dann lassen wir das doch einfach. Doch, ein bisschen, jetzt wo du redest, aber das ist egal, ja, ist nicht schlimm. Alter, dann freuen sich doch die Leute beim Zuhören, oder? Ich mach trotzdem mal die Musik gerade eben leiser. Was war denn in der 9? Ich weiß es nicht mehr, das ist das Problem. Das habe ich dich vorhin gefragt, du Pappnase. Du bist auf Senden, wenn du was erzählst, dann hört man dich nicht. Ja, jetzt sehe ich nur dein wunderbares blaues Licht leuchten. Kennt ihr das, wenn man Leute, mit denen man im TS geredet hat, irgendwie dann irgendwann mal sieht und man plötzlich denkt, ich will das blaue Leuchten zurückhaben. Ja, wir müssen uns dann so Blaulichter auf den Kopf kleben und immer wenn einer spricht von uns, dann muss das Blaulicht erst angehen. Oh, wir haben irgendwann mal aus Spaß, haben wir auch mal jemanden besucht und da haben wir uns einen Zettel genommen und einen blauen Kreis drauf gemalt. Gute Idee, guter Anfang. Das ist einfach so ein Wiedererkennungseffekt. In der 9? Was haben wir in der 9 gemacht? Warte mal. Moment. Lass mich doch mal gucken. Ich hab doch gerade das Intro fertig gemacht für die 9, ihr Pappnasen. ja. Das Intro für die 9, ja. Aber da ging es ja um den Inhalt der letzten Folge, also um der davor. 8. Ja, genau. Ich glaube, in der 9 haben wir. Was haben wir denn da gemacht? Warte mal, ich weiß, dass wir in der 10 gesungen haben. Das haben wir nämlich die ganze Zeit falsch gemacht, weil wir irgendwie nicht mehr auf unseren Terminplan zurechtkommen. 10 gesungen war voll gut. Ja, also freut euch schon mal. Ja. Es wird gut, es wird sehr gut. Achso, das ist jetzt schon Intro, was wir hier gerade machen? Ja, dachte ich. Ah. Ja, warum auch nicht, ne? Ja, ist eigentlich egal. Die Leute wissen doch eh, was für verstrahlte Arschkrampen wir sind von dem richtig. Her. Richtig. So, das heißt, wisst ihr was? Wir machen es einfach so. Ihr habt euch ja die 9 angehört. So, das heißt, ihr wisst noch, was da passiert ist. Wir nicht mehr so. Das heißt, ihr wisst es vermutlich sowieso besser als wir. Deswegen können wir uns diesen ganzen Wiederholungsquatsch eigentlich sparen. Warum denn? Weil ich jetzt keine Lust habe, die Folge zu rekapitulieren, weil ich ja nicht mehr weiß, was passiert ist, weil ich gerade unter einem totalen Blackout leider, obwohl ich sonst beim Spielen mir eigentlich immer ganz schnell wieder einfällt, was alles passiert ist. Ich bin ja gerade voll stolz auf dich. Du hast gerade rekapitulieren gesagt, sogar im richtigen Zusammenhang. Ich bin so stolz auf dich. Oh, das bedeutet mir so viel. Warte mal, ich höre jetzt gerade mal in den neuen rein. Was haben wir da gemacht? Moment. Wir hatten Drogen. Nee, du, warte mal. Nee, die Drogen hatten wir vorher. Ja. Ach, wir hatten mit Marina geredet in 8, dass wir ja quasi was genau machen wollen. Genau, du hast deine wunderbare Cousine in 8. Hast du sie eingeweiht? Sozusagen, ja. Quasi. Also eigentlich hast du sie eingeweiht mit dem LSD-Trip, den du ihr in 7 gegeben hast. Da habe ich sie entjungfert, nicht eingeweiht. Oder war das in 8? Warte mal. Nee, das war in der 8 hatten wir noch den Ausklang, in der 7 hat sie einen LSD-Trip bekommen. Genau, ja. Wie geht das? Ach, 6 haben wir angefangen mit Schwimmbad, 7 richtig. Dann deine Blubberblasen. 8 war dann sie auf dem Trip. Nee, Moment, was? Natürlich, nee, das kann doch nicht. Wir fangen immer mit einer ungeraden Zahl an und richtig. Die gerade Zahl ist immer die zweite Teil. Ach ja, eigentlich. Sie war trippen, richtig. Sie war nee, trippen. Wobei, wir haben ja mal eine, nee, das kann sein, dass das jetzt nicht mehr stimmt, weil wir ja eine Folge mal hatten, wo wir irgendwie nicht zwei draus gemacht haben, sondern eine hatten, weil wir nur so wenig gespielt haben. Nee, der Troller-Heini hat doch dann aus der... Stimmt. Der hat die 4 ganz lang gemacht und die 5 ganz kurz, der Spaß. Stimmt, du hast recht. Weißt du was, wir recappen einfach gar nicht, wir lassen uns einfach mal ganz böse über unseren Spielleiter jetzt aus, oder? Wir lassen uns über unseren Spielleiter aus. Ja, richtig das böse. Das können wir eigentlich machen, eigentlich hat er es verdient. Ja, richtig, der hat ja Jojo kaputt gemacht. Die Drecksack, ich meine, dass sie jetzt wieder zurechtkommen, ne? Das war echt viel Arbeit. Das war nur, weil Billy mit ihr ins Schwimmbad gegangen ist eigentlich. Ja. Sag sofort ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ja, sagst du mal, ja. Das ist ja, ne? Das ist alles Billys Danke. Genau. Billy, danke. Danke an Billy. Weil die immer so tolle Ideen hat. Genau. Die absolut spielen nicht zuträglich sind, aber. Darum geht's ja schon lange nicht mehr. Wieso eigentlich? Also doch, spielzuträglich ist es ja. Wir haben ja immer viel Spaß beim Spielen. Durch ja, Billys Ideen. Unsere Zuhörer auch. Die haben, glaube ich, auch viel Spaß. Also ich hoffe, dass sie viel Spaß haben. Ansonsten würden die uns, glaube ich, nicht mehr zuhören. Also die bis jetzt, die es bis hierhin geschafft haben, die irgendwie haben, glaube ich, genug Spaß. 17 Subscriber auf unserem Channel. Was? So viele? Wo kommen die denn alle her? Sag mal, warum macht ihr das eigentlich? Ich verstehe es auch nicht ganz. Nicht, dass ich nicht cool finde, aber... Warum also, von mir sind es ja schon mal 10 Fake-Accounts. Ach so. Einmal hat mein Hase heute Morgen noch subscribed, weil ich so stolz war. Und dann natürlich, ist ja auch, jetzt habe ich gesagt, darf ich ja gar nicht. Ah, shit. Hallo.
Hallo! Habt ihr schon wieder gebullshittet oder was? Nein, würden wir doch nie tun. Wir verehren doch unseren Wir haben Meister. dich sehr gerne, weil du ein ganz, ganz toller Spielleiter bist. Hacke Petra ist heute da. Wunderbar. Und er ist immer noch nicht, wo er hingehört. Nee, bin ich auch nicht. Ihr müsst euch. Ich drücke jetzt mal Stopp hier erstmal und sag Wieso, was Wiedersehen, nimmst du viel denn auf Spaß. eigentlich? Viel Spaß bei der neuen Episode, nämlich der neuen. Nein, wir sind ja bei der 10. Haha, viel Richtig. Spaß bei der 10. Und bleibt geil. Und das schneide ich raus jetzt, weil das ist voll schwul. Bis Du gleich. kannst. Sag mal, du machst Was? ja einfach irgendwelche Intren, die sind doch bestimmt wieder scheiße. Du Du haust mir hast schon doch wieder eh die die Aufnahme Kaschlachine. angemacht. Natürlich, das hört man doch ganz klar, dass ich die Aufnahme Nee, ich angemacht habe habe, das Mann. ausgestellt, dass ich das Video rausnehmen kann. Ja, Willst du Stress mit mir oder was? Alter, den scheißen Dreckstress haben wir schon, du Pischnöcke. Es wird nie alt, oder? Nee, türkisch ist immer gut. So, jetzt lass mal Hina bitte reden hier. Ich hab doch. Ich habe 4 Erfolge leider nur. Hast du gerade gesagt, leider nur. Alles klar, geht dann später los. Alles klar, vielen Dank. So, wie wollten wir die Folge beginnen? Ich glaube, es war mit. Ist denn Gejojo schon wieder da? Hey, nein, ihr seid Klar, die doch. ist die ganze Zeit da. Ach, das Gut. kannst Dann mach nochmal Düdelüdelü. du. Okay, können wir einfach anfangen. Zuerst macht der Spielleiter, dann macht Flummi, dann macht Machina, dann mach ich. Also nach der Reihe Tüdelüdelü. Go. Wozu? Einfach nur, weil ich sag, mach das jetzt. Du. Machina. Wow, das war so furchtbar, das können wir auf jeden Fall nicht benutzen. Nein, schneiden. Das müssen wir noch üben. Wir können nicht mal im Das Nacheinander werden wir machen. während des Spielabends machen. Während des Spielabends werden wir das üben, damit alle unsere Fortschritte mitbekommen. Ah, Oh das ist so yeah. aufregend! Da kann man nichts Aber bitte Schöneres jedes Mal so vorstellen. furchtbar spontan wie eben. Wir sind bei mir. In der Tat. Yeah. Die Tür fliegt auf, Jojo flitzt sich aufs Sofa, holt sich vorher noch was zu essen. Nein, diesmal keine Marshmallows, diesmal will sie irgendwas haben, was Herzhaftes. Schweinehaxe. Hat sie nicht. Schade. Ja, ist einfach so ein fetten Klumpen Hack. Den kannst du frittieren. Oder einfach roh essen. Auch das. Nee. Nee, nicht roh. Das ist Säuhack, das isst man nicht roh, das ist Hey, ich esse eklig. keine Bandwürmer. Kommt Das drauf an, wo es es stimmt. gekauft hat. Das stimmt. Kurz nach Gut. eurem Eintreffen klingelt es dann auch an ihrer Wohnungstür und die ist ja offen, wenn du da warst, wa? Du hast es aber gar nicht tüdelüdelü gemacht. Sie muss ja auch nur laufen. Achso. Ich wollte gerade sagen, ich gehe 3 Wohnungstüren, ich glaube, dafür lohnt sich kein Tüdelü. Dann ist es dann so düdelü. Fertig. Immerhin gehst du noch über den großen Platz. Naja, groß. Über den Platz. Ja, Mahina kommt mit noch nassen Haaren rein mit Kaffeetasse und guten Morgen. Hallo, wir haben beschlossen, dass du dir die Haare färben musst. Moment, wie viel Uhr haben wir denn mittlerweile? Abends. Wie? Na, wenn ihr jetzt schon euer Zeug habt, lasst es mal. Wann warten ihr dort? Ich hab das völlig. Ja, du hast das ignoriert. 18 Uhr war Gruppenkonferenz und es ist schon 0 Uhr. Oh, wir müssen die Bewerbungen ausfüllen. Ja. Wir müssen aber jetzt aber noch Haarfärbe. Haben wir Haarfärbemittel auf dem Weg gekauft? Henna? Das war doch jetzt hoffentlich Henna, geklärt bist du mit dem verrückt? Haarefärben, oder? Henna geht doch nicht. Natürlich geht A, Henna. übelst teuer und B, Henna bei weißen Haaren, bist du verrückt? Die Haare werden komisch karottig, wenn überhaupt. Ist doch geil. Henna ist einfach mal übelst Halt, teuer, weil es halt, ein halt, halt. Naturprodukt ist, Leute. Eben. Ja, also entschuldige mal bitte. Ja, wieso denn Haare färben? Na, weil du auffällig bist wie ein buntes Schwänchen. Also ein Schwarz-Graues. Kann ich nicht einfach meine Haare Nein. zusammenmachen und eine Mütze überziehen oder Nein. sowas? Hast du schon mal versucht, die Haarpracht oder eine Mütze zu kriegen, ohne dass es auffällt? Vergiss es, Mädel. Haare färben. Mahina So guckt ein dich Nazi. völlig entgeistert an. Jojo wirkt wie gewisse Diktatoren. Was hättest du denn gerne? Blond oder braun? Oder rot? Oder grün? Vielleicht besser blond oder braun. Mach lila. Lila kriegt man besser wieder raus, glaub mir. Meinst du? Ich hab Nee, da ein ich ganz glaube, tolles blond ist besser. Haarfärbemittel. Ich glaube, blond ist besser bei den blauen Augen. Nein, du brauchst gar nicht zu protestieren, du hast eh kein Mitspracherecht. Entschuldige mal bitte, das ist mein Kopf. Ja, aber du bist mit uns unterwegs und bringst uns eventuell in Probleme, wenn du die ganze Zeit auffällst.
Richtig. Okay, pass auf, Deal. Ich tarne mich jetzt und dann komme ich wieder und dann klären wir, ob das geht so nicht. Mahina schüttelt den Kopf, steht auf und geht erstmal raus. Tschüss. Du verschreckst sie noch irgendwann. Wieso sei doch mal lieb. Ich sie? Ich bin doch lieb. Ich bin doch lieb. Ja, sei lieb. Aber du weißt doch, wie man mich zu nehmen hat. Du kennst mich doch schon. Ich nehme dich gleich mal hier. Im Stegalopp. Ja. Naja, aber ich meine. Du hast vergessen, das Wichtige zu machen. Das wollte ich gerade machen. Entschuldigung. Ich wollte sagen, Mahina kommt zurück und hört. Oh, herrlich. Ja, mach weiter, was bitte. Was für ein Wurf, ich hätte gern einen Turm. Na, was willst du denn machen, genau? Na, ich gehe jetzt zurück und würde mir meine doch gerade recht nassen Haare zu einem ziemlich strammen Zopf nach hinten flechten, den in den Kragen schieben, irgendwas mit einem höheren Stehkragen anziehen, mir einen Cappy aufsetzen und mich generell etwas anders kleiden und mich versuchen zu tarnen und habe das gerade ausgewürfelt und ich hätte verkleiden oder was? Oder ein Screenshot in real life, please. Ich habe 4 Erfolge. Und dann würde ich gern zurückkommen. Okay. 4 Erfolge, na, das ist schon relativ hart. Haare. Also ich habe ja Haare. Also tatsächlich. Man kann die ja nicht vollkommen verstecken. Nicht nur am Po, aber die sind gefärbt. Das ist aber eine andere Geschichte für einen anderen Zeitpunkt. Und ja, okay. Toll, wir nehmen das auf. Ja, sei vorsichtig. Klabusterbären, also. Mein neues auf. Hobby, Klabusterbären. Man kann Haare ja nicht vollkommen verstecken, gerade so an den Ohren und sowas, das ist ja schon noch da. Aber du hast quasi die Haarpracht auf ein Mindestmaß eingeschränkt. Und das fällt nicht mehr wirklich auf. Und ich muss dazu sagen, auch wenn Jojo Janne drauf rumreitet, deine weiße Haarpracht ist nicht unbedingt normal, aber Cyberpunky, weißt du, in dem Laden waren Leute mit grünen und welche mit bunt blinkenden Haaren und Leute ohne Haare, aber dafür mit kleinen Dornen am Kopf, die sich der Größe nach verändert haben, je nach Emotionen. Es geht schon. Also es ist eigentlich okay. Ja, und von dem Longsleeve, das sie trägt, hat sie auch noch eine Kapuze und sie kommt rein mit Kapuze über dem Cappy und Also ich glaube, das Auffälligere bei Mahina sind nicht unbedingt die Haare, sondern die Kleidung, die sie sonst so trägt. Normalerweise. Ja. Jetzt aber gerade einer dunklen Jeans und einem dunklen Pullover gewichen sind. Sehr gut. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus, aber willst du wirklich mit Kapuze über dem Cappy durch die Gegend laufen? Du siehst aus, als würdest du eine Bank ausrauben wollen. Ich will auf jeden Fall nicht meine Haare färben. Dann lässt du's halt. Sie nickt zufrieden, setzt die Kapuze ab und mi. Ich musste jetzt gerade an maximal pigmentierte aus der Hut denken. Ich hab's nicht gesagt. Lob mich sofort jemand. Okay. Dü. So, sie kommt wieder und wie gesagt, sie sieht ganz normal aus. Okay, jetzt siehst also du wenigstens außer, nicht mehr aus. Jetzt siehst du wenigstens nicht mehr aus wie ein wandelnder Talisman-Bauchladen, sondern wie ein normales Mädel. Außer, dass du klein bist für eine Elfe, aber das ist egal. Mahina guckt so ein bisschen krummelig, verzieht dann aber doch so den Mund zu einem schrägen Grinsen. Jojo schmunzelt. Jeder ist halt anders. Ach komm, ich tu doch nur so ruppig, ich bin eigentlich lieb. Frag Billy, ich bin eigentlich lieb. Sie lügt. Billy kriegt gerade den Ellenbogen in die Rippen. Au! Meine Milz! Ja, das sehe ich, wie lieb du bist. Au! Mimi! Billy, deine Milznase ist auf der anderen Seite. Das ist doch mi, egal. Mimi. Billy, deine Milz kann überhaupt nicht mehr wehtun, die ist weg. Da, aber die Stelle, die sie hinterlassen hat, die war auf der anderen Platz. Seite. Das ist doch egal, die restlichen Organe vermissen sie. Deine Geschichten waren schon immer abenteuerlich. Und sie ist weg. Und sie sind wieder allein. Oh. Ich habe eine Träne im Knopfloch. Es tut mir leid, wenn ich an meine Milzi denke. Deine Milzi hat sie seinen Namen. Meine Milzi. Auch. Weißt du, vorher hast du dich kein Deut um sie gekümmert, ne? Und jetzt, wo sie weg ist, manchmal merkt man erst, was man etwas hatte, wenn es plötzlich weg ist. Das wollte ich mir tätowieren lassen auf die Milznarbenstelle. Wirklich wahr, ohne Witz. Du hast mich ja nicht zum Tätowierer mitgenommen.
Na, ich kann dich beim nächsten Mal mitnehmen. Ach ja, beim nächsten Mal. Naja. Gut. Ist doch okay. Ich habe Bewerbungsformular aufgemacht schon. Oh, hervorragend. Wir tragen unsere Daten in die Bewerbungsformulare ein. Ich nehme mal an, dass man da auch drauf einträgt, was man so kann oder nicht. Nein, kann. Eben nicht. Nee. Ah, cool. Was du einträgst, ist, ab wann sind sie bereit für ein Vorstellungsgespräch, ab wann können sie arbeiten. Das ist so, außer deinem Namen und deiner SIN-Nummer, das Ding. Dann steht da ab sofort. Gestern. Ab sofort. Also ab dem 26., wenn ich mich hier erinnere. Ja. 26. um 7 Uhr bin ich bereit, bla bla, alles klar. Und arbeiten schreibst du auch hin sofort, oder schreibt ihr auch hin sofort, ne? Ja. Sehr gut. Gut. Ihr schickt das ab und ihr erhaltet schon nach 20 Sekunden eine System-Mail, so eine Not-Reply-Dingens da. Melden Sie sich morgen früh um 8. Ihr bekommt eine Nummer dazu, die ihr wohl beim Pförtner angeben sollt und in Arbeitskleidung. Es ist noch kurz präzisiert, was Arbeitskleidung ist. Das heißt, nichts, was schnell kaputt geht. Es wird kein Schadensersatz geleistet und so ein Scheiß. Und falls ihr sofort anfangt, sollt ihr halt bereit sein. Ihr braucht ansonsten nichts. Gut. Dann nochmal die allgemeinen Geschäftsbedingungen des komischen Tech Towers. Im Wesentlichen, bring keine Waffen mit, Junge. Ich mache dich sonst kaputt. Und dass halt morgen dann Vorstellungsgespräch ist um, was hast du gesagt, 7 oder 8? 8. 8, na genau, habe ich. Ich wollte euch nur testen um 8. Ich schreibe ja alles mit, was du sagst. Das Billy, ist ja kein Pelzmantel. Ja, das habe ich kapiert. Ich habe auch schon deinen Mantel gewaschen, aber ich brauche noch normale Klamotten. Was ist denn Arbeitsklamotten? Jeans hast du mal gesagt, ne? Richtig, Jeans, Turnschuhe, beziehungsweise Sneaker. Ich muss jetzt noch ins Duffer fahren und Jeans und nee, Sneaker geht nicht. Du brauchst noch Schuhe, dass du größer bist, Kind. Na, das ist so unpraktisch auf der Arbeit und dann tun mir die ganze Zeit die Füße weh. Heul doch, aber es interessiert keinen. Willi? Hm. Billy? Lass meine Milz in Ruhe. Ich kann deiner Milz gar nichts mehr tun. Sie ist nämlich weg. Und sie ist weg. So, wir fahren jetzt Klamotten besorgen. Komm. Marina, brauchst du auch noch Klamotten? Ich komm mal mit. Kann ja nicht schaden. Wir fahren Klamotten kaufen. Ist besser als mit dem Hoodie. Und ja, Billy kriegt Turnschuhe verpasst. Nee. Ich trag so Ballerinas. Ich möchte Ballerinas. Na gut. Finde ich sehr modisch und sehr adäquat. Das ist das, was bei Billy am ehesten passt. Ne? Wenn die den ganzen Tag drin stehen muss, das Sneakers kommt überhaupt mit gut so. Mit also ich hätte halt gedacht, noch so mit breiterem Absatz, so halb viertel hohe Business-Schuhe, aber Sneaker, Ballerinas sind auch okay. Ne, müssen Ballerinas sein. Mit Glitzersteinchen. Mit Glitzersteinchen. Ja, mit Glitzersteinchen an der Seite drauf, ne? Jana. Super. Next Level halt, ne? Gut. Und Jojo kriegt, was habe ich gehört? Ich glaube, irgendwas mit Absätzen, ne? Die kriegt Dog-Ass mit 20 Zentimeter. Ja, ganz bestimmt. Nee, so ewig hohe Schuhe zieht sie gar nicht an, das ist nämlich viel zu unpraktisch. Nein, nicht. Ich habe nicht gesagt Absätze. Dog-Ass, also Buffalos. Also du weißt doch, das gab's doch in den 90er Jahren. Die Plateauschuhe. Richtig. Oh Gott. Mit einem Goldfisch drin. Die 90er leben. Ja. Ach du Scheiße. Wir haben ja schon fast wieder 90er, es ist ja 2080. Viel zu unpraktisch, das geht gar nicht. Oder ein paar Höschen mit Schlag kriegst du noch. Nee, sie zieht, das ist eher so was, ich glaube eher so was Bootmäßiges. Die gibt's auch für Frauen und die gibt's auch ein kleines bisschen höher. Da macht sie bestimmt nochmal 3-4 Zentimeter mit gut. Aber für die Attitude so arbeitsschutzmäßig? Bitte? Meinst du so arbeitsschutzmäßig? Ja, so ja. Die normalen, ne, Boots halt, kennt man doch. Ja, Boots sagt mir auf jeden Fall was, klar. Shopping mit den White Russians, ne? Was habt ihr denn für Schuhe? Schreibt's uns in die Comments. Das sicher. Bitte mit Marke, Preis und Tragezustand. Jetzt mal wieder welche ohne Löcher. Voll unbequem. Sachen, kann die keinen interessieren. Kann der große Zehennagel gar nicht mal rauslupen, der eben ein bisschen vor sich hin gammelt. Nee, die gehen immer an der Seite kaputt. Ich weiß auch nicht warum. Fußpilz. Okay. Sind die jetzt plötzlich grün? Grün? Fußpilz? Was hast denn du für einen Fußpilz? Dann grün. Glymos-Fußpilz. Genau. Ich hab Fußalgen. Okay. Mm. Ich glaube, das sind so, eher Tentakel. Ich dachte jetzt eher an so Klingewaffe wie bei die massieren mir nachts immer in die Füße, die Tentakel. Das ist ganz toll. Ach, das erinnert mich ans Oedipusoir. Wie hieß es denn gleich wieder von Princess Claras? Princess Pussoir. Wie hieß es denn, verdammt? Das Tentakelmonster, was in ihrer Pussy gewachsen ist. Ach, du meinst bei Drawn Together? Yes,
genau. Sind wir jetzt schon wieder bei Drawn Together? Ist es schon wieder so weit? Mach weiter, ich bin heute nicht witzig, also scheiß drauf. Drawn Together, Alter. Fn glui mgnaf kutulurijev gana giftagen, alles klar. Auf geht's, wir haben Klamotten gekauft. Ihr habt Klamotten gekauft, alles überhaupt kein Problem. Ich schlaf bei Machina heute. Schlafen wir alle im Bumsbus zusammen? Schlafen wir im Bumsbus? Das ist kein Bumsbus. Bumsmurmel. Nein. Ich schlafe in meiner Wohnung. Das ist liebevoll gemeint. Ich schlafe bei Machina im Bumsbulli. Du darfst da nur drin schlafen, wenn du den anders nennst. Zuhältermobil. Pimpride. Nee, das ist doch, das ist liebevoll gemeint mit dem Bumsbulli. Das ist die Bumsmurmel. Machina zieht so ein bisschen schmollend eine Lippe vor. Ah! Oh! Gib der mal, warte mal, Alkohol. Du hast noch nie mit uns einen White Russian getrunken. Du trinkst jetzt einen White Russian mit mir. Doch, ich hab schon einen White Russian getrunken. Und zwar, als wir da die Juso-Auswahl hatten mit den Pornotiteln. Ich könnte mich nicht entsinnen. Ich mich schon. Du trinkst jetzt einen White Russian mit mir. Ruhe ist, du bist jünger, du hast auch deine große, was bin ich denn nochmal? Cousine. Zu hören. Cousine, genau, das bin ich. Ja. Und ich stell mir den... Jojo? Was? Kommst du nicht doch noch mit in meinen Bus? Nee, ich hab noch was zu tun. Dann schlaf gut. Macht's gut, viel Spaß. Nichtli. Machina macht die seitliche Tür von ihrem Bus auf und sagt, was heißt das hier? Was? Das hier ist mein Bus. Bumsmurmel. Einfach nur Bus. Bumsmurmel ist doch viel schöner. Nein. Das ist ein Kosenamen. Aber er ist nicht zutreffend. Ich stell mir jetzt den Wecker, weil es ist schon früh. Wir müssen morgen früh raus. Bei dir kann ich ja duschen doch, oder? Kommt da normales Wasser bei dir aus der Leitung? Meistens, also nicht immer warm, aber... Okay, das ist okay. Kann man mal ertragen. Da werde ich wenigstens wach. Also um 6 ist die Nacht rum. Willst du jetzt noch erzählen über die Kindheit? Sie guckt sich so ein bisschen stirnrunzelnd an. Eigentlich würde ich lieber gerne wissen, was wir da jetzt wirklich vorhaben. Und ob wir das wirklich hinkriegen. Das wissen wir jetzt ja noch nicht. Das würde ja bedeuten, wir hätten einen Plan. Wir gehen da jetzt morgen hin und wir sondieren mal die Lage aus, wie es da überhaupt aussieht. Wir wissen ja nicht mal, ob das was bringt. Und das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, auf jeden Fall sind wir dann mal drin und die Pläne sind schweineteuer. Und von Rabutnik die zu kaufen oder von der Stadtverwaltung die zu kaufen oder die Server zu hacken, das ist zu viel verlangt. Also momentan jedenfalls. Und wenn... Ich denke, wenn wir da schon mal drin sind und irgendwelche Anstellungsjob haben, dann können wir uns irgendwie da weiter reinschmuggeln. Wir gucken einfach mal. Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Befürchtung, dass das rein nicht das große Problem ist, sondern das raus. Deswegen triffst du dich ja mit dem Fensterputzer, damit wir quasi da die Fahrgelegenheit haben. Ich versuche auf jeden Fall mein Bestes, ihn um Finger zu wickeln. Wobei das vielleicht auch noch ginge, dass Jojo den Chip einfach irgendwann rausschmeißt und jemand unten ist, der das auffängt. Aus dem 20. Stock müsste man vielleicht sich über irgendwelche Falleinrichtungen, also sprich sowas wie einen Mini-Fallschirm, sich einfallen lassen, aber das kann man ja ganz einfach basteln. Also Jojo kann sowas garantiert basteln, aber weißt du? Ja, stimmt. Und dann kann man ja ganz unauffällig da einfach rauswatscheln, ohne irgendwas dabei zu haben. Weil ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie Jojo diese Wanze da reinbekommen will. Aber das sehen wir alles morgen, nicht wahr? Hast du sowas schon öfters gemacht? Nee. Ich mach doch... Nee. Wie kommst du denn auf die Idee, dass ich sowas öfters machen wird? So tiefenentspannt wie du bist, klingt das, als würdest du sowas fast täglich machen. Ich bin nicht tiefenentspannt. Ich überspiele meine Nervosität wie immer mit Gelassenheit und Witzen. Du kennst mich doch, das mache ich doch immer. Und was soll denn großartig passieren? Ich meine, wir müssen ja niemanden irgendwie aus dem Weg schaffen. Das ist doch ganz einfach. Wir gehen da rein, bringen das Zeug an, warten wir dann eine halbe Stunde und dann gehen wir wieder raus. Und das war's dann. Und dann haben wir gut Geld verdient. Da kommt niemand zu Schaden. Wir wissen ja nicht mal, worum es geht. Also warum, was wir da abhören. Würdest du so einen Job annehmen? Ha? Jemanden kalt zu machen? Nee. Ich habe noch nie die Waffe auf irgendjemanden gerichtet. Ich gehe ab und zu mal auf den Schießplatz, aber ich würde auch niemanden abknallen. Für wen hältst du mich denn? Ich schieß mal in Matrix-Games eine Menge rum, aber das geht dann immer auf Zombies und Aliens und so ein Quatsch. Aber doch nicht auf... Ich würde doch nicht auf Menschen schießen. Oder Metamenschen. Also, wie man es nimmt. Sie nickt. Würdest du ja auch nicht machen. Offensichtlich zufrieden mit der Antwort. Nee. Ich hab meine Hammerli, aber die ist nur zur Selbstverteidigung. Und du? Ich würde auch keinen töten. Sie schüttelt den Kopf. Naja, unter gewissen Voraussetzungen vielleicht. Aber da muss schon einiges passieren. So einfach geht das nicht. So, und jetzt mach du mal die Augen zu. Und ich auch. Und morgen... versuchen wir zu schlafen.
Genau. Wir brauchen die Energie für morgen. Und dann kommt Lalelu über deine Lautsprecher im Auto. Ja, Mahina macht dann zwischen den ganzen Kissen dann ein bisschen Platz und holt noch wie die Decken raus und kuschelt sich dann damit Billy in ihr kleinen süßen Bus. Sterne Bumsbummel. leuchten auch ganz hübsch. Gut. Sollen wir jetzt Schlafgeräusche machen, so wie... Nee, ich wurde gerade nur zu ihr textet, meiner. Alles easy. Oh, warte. Was, also Flummi, wenn du jetzt schon schreibst, was genau, ich hab's Na, nicht pass auf. erkannt. Sie weiß jetzt, wie das Ding von innen aussieht. So, wie ist denn das? Kann man das Ding, also wie viel weiß sie über die Funktionsweise dieses kleinen Gerätes oder wie viel davon kriegt sie raus anhand dessen, wie es aufgebaut ist, so dass sie eventuell dieses Ding so umbauen kann oder so verstecken kann, dass man es halt nicht sofort bemerkt, verstehst du? Oder dass man es weniger schnell bemerkt, sowohl physisch als auch in seiner Funktionsweise. Du verstehst, was ich meine. Okay. Physisch ist das überhaupt kein Problem. Das Ding, ich weiß nicht, was ich letztes Mal gesagt habe. Also das Ding ist ungefähr so groß wie ein Päckchen Tabak. So. Das heißt nicht sonderlich. Du kannst, wenn du das da hinten an dieses Glasfaserkabel dran friemelst, kannst das hinter anderen Kabeln verstecken. Das ist Nicht überhaupt nur, kein kann sie es zum Problem. Beispiel auch so einbauen, dass es halt aussieht wie irgendwas, was da tatsächlich hingehört. Für jemanden, der keine Ahnung hat, auf jeden Fall. Für Vielleicht auch für jemanden, der jemanden, Ahnung der ein hat, auf bisschen keinen Fall. Ahnung hat. Ne, das, was da vorne dran steckt, ist auf jeden Fall ersichtlich als Datenwanze, die Daten aus dem Glasfaserkabel abliest. Das Liest sie geht nicht. Daten ab oder sendet sie Na, auch? Moment. Okay. Du hast also eine Datenwanze dran und dann das einen anderen Kasten. Du hast ihn jetzt inzwischen aufgeschraubt. Du findest darin, wie gesagt, einen Computerchip. Ach, das habe ich vergessen. Ein Computerchip. Ein Mini-Wi-Fi-Sender mit gut versteckten Frequenzen vermutlich und zwei fette Cred-Sticks. Du weißt nicht genau, ob der was ein- und ein Datenspeicher. Du weißt nicht genau, ob das was einspeist oder ob das was abliest. Eine Datenwanze prinzipiell liest eigentlich immer nur ab. Da das Ding aber Ziehen die umgebaut sich zur wurde, Kohle? Das könnte auch sein. weißt du das nicht genau. Ziehen die Wenn Kohle du bei den Datenübertragungen aus dem Shoppingkanal? Kann sowas sein? Es ist eine, also Nguyen an sich nicht. Das können sie halt nicht, weil da müsstest du so ein Ding an der Bank anbringen oder sowas. Beziehungsweise wird ja bei einer Transaktion immer nur gesagt, hier überweise bla, das ist ja eher eine Ja, Art aber irgendwelche bessere Codes Nachricht. oder irgendwas anderes, sowas halt. Das Sowas ist kann man eine bestimmt Möglichkeit, auslesen. die besteht. Ich meine, da sind zumindest Cred-Sticks drin eingebaut und naja. Das heißt, die Funktion prinzipiell, die Datenwanze, wenn du die irgendeine normale Datenwanze, die du an Glasfaserkabel steckst, die bemerkt keine Sau. Niemals, unmöglich, es sei denn, man sieht sie. Was das Ding macht, weißt du halt nicht ganz genau. Das heißt, die Möglichkeit besteht, dass das jemand bemerkt, zusätzlich zu der Tatsache, dass ihr nach 15 und 30 Minuten, die das Ding dranhängt, bezahlt werdet. Das heißt, verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es hätte ja nur sein können, dass sie da jetzt noch irgendwie ein bisschen was machen kann, sodass man es weniger schnell bemerkt. Da du nicht weißt, was es tut, nein. Schade. Dann müsstest du dir vielleicht die Software angucken und Das kann mal. ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das die gute Idee ist. Na, wir haben Okay. das Gerät kommen und ohne das kriegen wir keine Kohle, wir werden einfach mal fett dran rumbasteln. Naja, Das wäre jetzt meine Logik. die andere Möglichkeit wäre halt gegebenenfalls einfach eine Art Verlängerung zu bauen. Also diese Schnittstelle, die du dann zu dem Glasfaserkabel hast, einfach an einer Art Kabel dran zu bauen und dieses Gerät selber irgendwo ganz anders zu verstecken. Weil Das ist diese. prinzipiell möglich, aber da hängt immer noch die Datenwanze an dem Kabel und die ist immer Ich. ersichtlich als was, was da nicht hingehört. Ja, ich weiß. Dann hängt aber die Datenwanze eben nicht an dem Kabel, weil ich ja diese Schnittstelle Na vielleicht eben irgendwie doch, die anders. Datenwanze Okay. ist das, was abliest. Die muss immer an dem Kabel stecken. Aber die ist dann doch viel kleiner. Ja, die ist viel kleiner, aber sobald so jemand, der Ahnung hat und sieht, die hängt da an einem Kabel, denkt sich, das Na, gehört da aber nicht hin. naja, nee, klar, aber dann geht man ja unten ins Kabelgewirr, wo dieses Kabel vielleicht auch irgendwo auch mal auf dem Boden oder in den Boden reingeht und da ist so viel Kabelgewirr, dass man dann das dann so eine kleine Stange, das fällt doch gar nicht auf. Wenn du das in der Form umbauen willst, ist das prinzipiell möglich. Na, sie schaut es sich erstmal an und guckt sich erstmal an, wie leicht oder schwer oder wie machbar das ist. Wenn die Chance relativ hoch ist, dass sie es dabei zerstört, dann wird sie es lassen. Sagen wir es mal so, du weißt nicht genau, was die damit machen. Es ist ein gewisses Risiko. Dann lässt sie es besser. Gut, das ging schnell.
Aber du weißt nicht, Naja. was da drin ist. Es ist halt ein gewisses Risiko, ist halt immer so eine Sache, so mit, es könnte ein großes Risiko sein oder es ist ein niedriges Risiko. Mal gucken. Gut, dann Schlafgeräusche, haben wir gesagt, sparen wir aus. Ja. Ihr werdet aufstehen und ihr werdet dahin fahren. Richtig. Hat jemand von euch eine Latexmaske? Billy wollte uns noch eine machen. Billy macht Masken mit Maskenbildnerkunst. Ha. Billy macht das mit Maskenbildnerkunst, das finde ich prinzipiell wunderprächtig. Eine Latexmaske dauert halt 5 Minuten mit Maskenbildnerkunst, kannst du für jeden von euch eine halbe Stunde einrechnen. Dann macht die das glatt. Gut, dann müsst du halt sehr zeitig aufstehen. Ja, 5 Stunden Schlaf. Ich sag's ja nur, das ist ja Kaffee und so. Würfel mir bitte verkleiden. Und Intuition. Okay, Moment, Intuition 4, verkleiden habe ich Perception Disguise 4, also 8, du hast eine 6 und eine 5 und eine 4, eine 2 und eine 3, das glaubst du mir nicht garantiert nur 6 nicht. Würfel, die du mir angesagt 8. hast? Nein, ich habe eine 6, eine 6, eine 6, eine 5, eine 1, eine 3, eine 4, eine 2. Wunderbar, vier Erfolge will er damit sagen. Hatte ich doch gesagt, oder? So ähnlich. Sag mir doch bitte einfach die Erfolge und wenn es ja. ein Patzer und so, das ist... Kein Patzer. Hallo, wenn ich nachdenken würde, würde ich die Runde bestimmt nicht leiten. Wenn du nachdenken könntest, dann würdest du nicht mal auf die Idee kommen, mit uns die Runde zu leiten. Richtig. Also ihr seht perfekt aus, wie die Ahlen, die ihr darstellen sollt. Also de 2 jedenfalls. Wie de 2? Ah ja, sie und ich. Naja, genau. Die, um die es geht halt. Richtig. Richtig, ihr fahrt dahin. So, ihr seid gut verkleidet. Gut. Kommt da an, davor steht hier der Jaguar Security Typ, der euch blöd, na, nicht blöd anguckt, der euch überlegen anguckt, weil das Ding ja eh erst in vielen, vielen Stunden, also 4, aufmacht. Ah ja, die Haare sind nicht bunt. Sie sind braun. Oh, krass. Okay. Ja. Wenn sie braune Haare hat. Selbe Haarfarbe wie die Tussi. Ja, auf dem Bild hat sie braune Haare. So, kommt da an, der Typ guckt euch, wie gesagt, komisch an. Hi. Guten Morgen. Guten Tag. Man hat mir gesagt, ich soll mich hier um 8 melden. Und wer hat das gesagt? Na, ich soll hier diese komische Reply. Nummer ein durchgeben, warte. Sie gibt die Nummer durch. Alles klar, Sekunde. Und sie dreht sich zu Foxy. Ebenfalls. Bitte hier auch nochmal die Einladung. Nummer. Bitteschön. In Ordnung. Gut, sie werden gleich abgeholt und dann alles Weitere wird sich sicherlich klären. Schönen Tag. Ebenfalls. Wenig später kommt Wachmann Nummer 2, öffnet die Tür von innen, geleitet euch hinein, geht mit euch zum Fahrstuhl. So, sie brauchen in dem Gebäude quasi für die oberen Stockwerke immer einen Code. Ich weiß nicht, wie das dann mit ihrer, wie das da oben bei Zenit läuft. Das erste Mal werde ich Ihnen auf jeden Fall jetzt für Sie eingeben. Der Fahrstuhl öffnet sich dann halt in der Etage, wo Sie hin müssen. Schönen Tag. Dankeschön. Danke. Ja, also ab in den Fahrstuhl, dann hält das Ding im 17. Stock. Oben steht auch nochmal ein Jaguar-Typ, der euch jetzt auch nochmal auf Waffen überprüft. Und da fällt ihm auf, dass Jojo eine fette Schrotflinte dabei hat. Nein. Klar, die hat sie im Höschen stecken. Cool. Neben ihrem Umschnall-Dildo. AR angestellt. Statt des Buttplugs. Ach. Das ist in Ordnung. Ihr habt in dem, also es ist quasi so eine Art Eingangshalle, wo man im hinteren Bereich schon so dünne Büro, abgetrennte Bürobereiche sieht. Das sind halt keine richtigen Wände, sondern diese Pappen da. Und einen kleinen Empfangstresen. Mit einer Person dahinter. So ein älterer Herr. Guten Morgen, der Herr. Guten Hi. Morgen, willkommen bei Zenit. Was kann ich für Sie tun? Nein, Dankeschön. Wir haben hier, also ich habe hier diese Einladung erhalten. Und die junge Dame. Auch nehme ich an, Bewerbungsgespräch. Yep. Gut, dann setz dich bitte da drüben in den Wartebereich. Sie werden dann gleich aufgerufen. Es sind schon 2 andere da. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Jo, danke. Kann sich ein bisschen ziehen. Im Wartebereich, der wirklich, also äußerst unbequeme Stühle, die sind vermutlich schon der erste Test, und so ein Wasserspender, sitzt einmal eine Frau ungefähr. Also sie ist bestimmt mit der Schule gerade schon fertig und sieht aus wie einem Oh, ich möchte unbedingt Model werden Heft entsprungen. Komplett. Oder aus einer Barbie-Garniturensammlung. Eins von beiden. Die euch auch ganz adrett anlächelt. Und so ungefähr naja, 30-jähriger Ork mit fettigen, halblangen Haaren. Mehrmals, vermutlich mehrmals gebrochenen Nase.
Der eine Hauer sitzt schon bedrohlich schief im Gebälk. Er riecht leicht nach Fusel. So ein bisschen sprittig. Irgendwie kam mir jetzt dein Bild vor Augen. Das ist gemein. Den Gebälk und so. Aber jetzt, wo du es sagst. Ja, Jojo, hebt kurz die Hand, grinst so ein bisschen und setzt sich hin. Keine Reaktion von Billy. Sie nimmt sich einen Plastikbecher mit Wasser und setzt sich nicht neben Jojo. Sie setzt sich vermutlich am weitesten weg von allen, lass mich raten. Ja, ein bisschen abseits, neben irgendeiner Zier-AR-Pflanze oder so. Sehr gut. Nach ungefähr 20 Minuten öffnet sich die Tür von einer Personalchefin, Jerschow. Das ist so eine Frau mit Dutt und sogar Haarnadeln, mit einem Gesicht der Mischung eines Pferdes und eines Basilisken. Also so auch sehr trockene, rot geränderte Augen, Lippen zusammengekniffen. sie ist etwas zu füllig für den engen Business-Suit, den sie trägt. Also da ist eine Bauchfalte, der schon ein bisschen rausguckt. Auch höhere Schuhe. Presswurst? Ich will noch nicht sagen Presswurst, aber sagen wir mal grobkörniger Mettwurst. Ich hätte jetzt Blutwurst vielleicht noch gesagt, weil du ja angesprochen hast. Blutwurst? Ja, Blutwurst doch. Ja, das ist in Ordnung. Hast recht. Bisschen glatt, ledrig. Also das Gesicht ist auf jeden Fall ledrig. Das ist Tussi Toaster und dann halt die oberste Lederstufe eingestellt. Schön. Sehr, sehr geil. Also die sieht nicht aus wie 46, sondern die sieht aus wie, ich möchte wie 26 aussehen und sehe aus wie 56. Also mumifiziert in die Richtung. Quasi gut konserviert, richtig gut. Du könntest dir quasi ihre Haut abziehen und zu einem Mantel machen und der wäre wirklich schön. Sie creme sich die Creme auf die Haut. Genau. Sie kann übrigens in ihren etwas höheren Schuhen, nicht so hoch wie Billy sie normalerweise trägt, nicht gut laufen. Sie lässt einen Blick in die Runde schweifen, der euch sofort auf eine Stufe mit totem Robbenfleisch stellt. Und ja, danke Malmö. Und winkt euch dann quasi in ihr Zimmer. Wie von Alle Affen zusammen? Direkt abgeschnitten. Alle zusammen. Na gut. Dort gibt es keine Stühle. Jojo hat ja zum Glück keine hohen Schuhe an, deswegen ist das nicht schlimm. Hat die ein Glück. Ja. Billy hat ihre, haha, ganz geschickt wie sie ist, ihre Ballerinas an. Und morgen, sie haben sich beworben für die Aushilfsjobs, das ist ja schön und gut. Ich habe ganz kurz ihre Vita durchgesehen, das ist ja mal wieder unterste Gosse. Also sie wollen hier arbeiten. Wie lange wollten Sie alle hier arbeiten? So lange wie möglich. Naja, Woche oder zwei. Die Püppi meint, ja, ich sehe das als total große Chance. Ich wollte vielleicht dann auch im Medienbereich was studieren. Und ich habe da gleich ans Nicht gedacht, weil immer raus, sofort, verpiss dich. Das Leben ist hier zu Ende. Sie zieht etwas die Unterlippe nach oben und ihr seht einen doch deutlichen Glanz in Püppis Gesicht. Haben Sie mich nicht verstanden? Raus! Sowas können wir hier nicht gebrauchen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Der Ork meint auch, dass er halt so lange wie möglich da arbeiten will. Ja, okay, gut. Lange, lange. Schön, schön, schön. Irgendwelche Qualifikationen, die über Kaffee holen hinausgehen? Na, ein bisschen schminken, abpudern, Service. Ein bisschen schminken kann eine 13-Jährige auch. Können Sie vielleicht irgendwas Besonderes in der Richtung? Naja, wenn Sie sich zum Beispiel Special Effects Make-up oder sowas in die Richtung suchen, dann bin ich wahrscheinlich nicht die Richtige, aber das elegante Broker Make-up auf jeden Fall würde ich, denke ich, hinbekommen. Sehr gut sogar. Na, da ist ja wenigstens jemand überzeugt von sich. Gut, alles klar, schminken, mal gucken, vielleicht habe ich was nochmals geoffen. Aber prinzipiell Sie können sich darauf einstellen, wenn das was wird, dann wird das einen geringen Teil Ihrer Arbeit ausmachen. Der Rest ist Kaffee holen und sowas. Haben wir uns verstanden? Ja. Wunderbar. Danke. Sie? Naja, Schrauben und so ein Kram kann ich ganz gut. Schrauben Technik. Und so ein Kram kann ich ganz gut. Können wir das vielleicht ein bisschen genauer machen? Ich sehe hier Mostrans angefangen und nicht zu Ende gebracht. Na super. Ich kenne mich mit Elektronik und dem ganzen Kram ganz gut aus. Was ist denn der ganze Kram? Elektronik ist so ein weiter Begriff. Können wir uns vielleicht ein bisschen einschränken, junge Dame? Nö, ich bin vielseitig. Aber sowohl feinere Elektronik als auch grob geht beides alles drin. Haben Sie schon mal mit irgendwelchen Kameras und Aufnahmegeräten gearbeitet? Ja. Haben Sie mit irgendwelchen Tisch,
Fußball? Fußball? haben Sie schon mal Tischfußball gespielt? Ich bin ein großer Fan und Sie kragen ja kaum über den Tisch raus. Das wäre ein Vorteil für mich. Kommen wir denn über einen Hocker? Irgendwelche Tischterminals oder sowas in der Richtung kennen sich aus? Fällt das unter Julius Gebiet, ja. Hardware. Ja, kriege ich auch hin. Gut, alles klar. Und Sie? Ich bin mir prinzipiell für keine Arbeit zu schade. Ja, das sind die anderen beiden auch nicht raus. Der Ork verzieht sich. Sie wirft ihm nochmal einen Blick hinterher. So ein bisschen Erleichterung, dass dieser Spritti da offenbar jetzt auch. Gut, also hier Arbeitsvertrag. Sie werden bezahlt nach dem ersten Monat, solange keine Klagen kommen. Ich hoffe, das wird irgendwie funktionieren und Sie bekommen für diesen Monat 600 Yen, Arbeitszeit von 10 Uhr morgens bis vermutlich 20 oder 22 Uhr abends. Sie melden sich jeden Morgen. Sie bekommen einen Code unten für den Eingang. Der bringt Sie auch bis zum 17. Stock. Und für jede weitere Fahrt, wenn irgendein Mitarbeiter sagt, er braucht Sie an irgendeiner Stelle, wird er Ihnen einen speziellen Code geben, damit Sie in das spezielle Stockwerk fahren können. Umkleiden sind eingezeichnet. Cafeteria werden Sie nicht brauchen, weil Sie hier arbeiten sollen und nicht Kaffee trinken. Bisher alles klar? Ja. Ja. Gut, Sie sind in Arbeitsklamotten erschienen. Ja. Sie wollen sofort loslegen und Geld verdienen? Gerne. Der erste Arbeitstag wird nicht gezählt, weil ich den Arbeitsvertrag erst auf morgen datiere. Aber ich würde ja schon denken, dass Sie sofort anfangen wollen, um einen guten Eindruck zu machen. Auf jeden Fall. Klar. Frau Bolschakow? Ja? Ich habe gerade noch gesehen, vorbestraft, dass wir uns hier gleich riesig verstehen. Wenn ich auch nur den leisesten Verdacht bekomme, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zu... irgendwie nicht mit rechten Dingen zugeht. Sind Sie raus und haben die dickste Klage am Hals, die ich mir leisten kann, und ich kann mir da viel leisten. Ja, das dachte ich mir schon. Schön. So. Hier haben Sie eine RFID-Karte, eine MAC-Karte für ein Kinn. Für ein Kinn. Ja, ich weiß auch nicht genau. Hier, können Sie sich ein Kinn ziehen am Automaten? Können Sie dann schön vergewaltigen oder so irgendwas, was Sie gerne ja, machen möchten? Nein, ein Kinn. Sie können sich ein Kinn ziehen, damit Sie ein bisschen männlicher und robuster aussehen, weißt du? Ah. Für den okay. Spind, meinte sie vermutlich. Nicht halb ich bin so mir aber auch nicht mehr sicher, was ich meinen könnte. Ich finde Kinn immer noch besser. Gut, dann würde ich sagen, Sie melden sich nochmal am Empfang, was das erste zu tun ist, und schönen ersten Arbeitstag. Dankeschön. Danke. Sie wischt euch nach draußen wie Moskitos. Jojo geht raus. Zwingt sich dazu, nicht noch einmal zurückzugucken und genervt auszusehen. Und geht runter. Wortlos. Na, runter nicht. Also, ja. Was sind wir am 17. Stimmt, Empfang halt. Ja. Genau. Du siehst, wie Empfangsmensch Püppi versucht, etwas zu trösten. Oh, wie süß. Ja, sie hat ein paar Tränchen, die ihr die Wänkchen herunterküllern. Tränchen, die Wänkchen. Aber natürlich. Jojo rollt mit den Äugchen. Genial. Sehr schön. Ja, dann hole ich mir noch ein Käffchen. Nee, wir sollten uns jetzt wo melden, ne? Hat er doch gesagt. Ja, am Empfang halt. Genau. Du bist hier zum Arbeiten, nicht zum Kaffee. Ich hole dir erstmal ein Käffchen. Ich finde, das war hier noch Arbeit jetzt. Ja, also beim Empfang solltet ihr euch melden. Genau, ja. Wir sind am Empfang. Werden wir tun. Ne, Düdeldüpem. Ja, ihr seht Typi, wie er ihr gerade Taschentuch reicht. Hey. Kommen doch wieder bessere Zeiten. Ja, meinst du? Das ist aber so nett von dir. Du bist doch noch so jung. Ja, da geben sich sicherlich noch andere Chancen. Kannst garantiert. Ja auch, Sie können das auch einen späteren Zeitpunkt bestimmt nochmal probieren. Sammeln Sie einfach ein bisschen Erfahrung in dem Gebiet. Da bietet sich sicherlich was. Ja, ihr seid alle so nett zu mir. Armes kleines Häschen in der Grube. Ja, während sie euch mit Strahlen, also na, Strahlen ist übertrieben, aber mit Getrösteten, ja, es gibt einen Gesichtsausdruck für getröstet sein, Augen ansieht, kommt der Jaguar Security Wachmann, geht zu ihr. Ihre Erlaubnis für den Aufenthalt in diesem Stockwerk ist soeben abgelaufen, ich bitte sie mitzukommen. Dann wird sie quasi hinausgelitten. Hallo, mein Name ist Lilia Kalinin, Herr, und ich spreche zum Portier oder was auch immer da am Empfang sitzt. Ja, hier, das ist Herr Komarow. Herr Komarow, ich bin Ihre neue Kollegin für die Dauer N. Ja, Kollegin. Bis dahin ist es, glaube ich, noch ein bisschen. Die meisten halten es ja doch nicht mehr als 2 Tage durch.
Ja, schauen wir doch mal. Also ich will Ihnen da, die beiden, also die sind auch angestellt jetzt hier. Ja. Ich will Ihnen da jetzt, ich will Ihnen da gar keine schlechten irgendwie Hoffnungen machen, aber Sie müssen sich schon die erste Zeit ein bisschen durchbeißen. Ist nicht ganz einfach hier. Ja, die Frau Feiner ist hartgesotten, nicht wahr? Ja, man muss halt auch irgendwie das Unternehmen leiten. Er guckt sich kurz um, ob jemand das mitbekommen könnte. Aber ich habe den größten Respekt davor, was die Frau auch so alles stemmen muss. So, Sie wollen sicherlich jetzt wissen, wo Sie sich gleich nützlich machen können. Ja. Genau das. Gut, ich guck gerade. Also, Frau Bolschakow. Hm? Alles klar. Herr Borisov braucht gerade Hilfe. Er wird Ihnen gleich einen Code schicken. Ah, Sie haben, Entschuldigung, er gibt euch jeden einen Comlink. Das ist Ihr Comlink jetzt für die Arbeitsdauer. Ihr anderes müssten Sie bitte im Spind einschließen. Müsst ihr schon eine Machtschusskarte bekommen haben, ne? Ja. Ja. Sehr gut. Also Ihr anderes Comlink bitte im Spind einschießen, einschießen natürlich. Sie müssen jetzt also dieses Werkscomlink benutzen. Da werden Sie sicherlich gleich eine Nachricht bekommen mit dem Code. Da können Sie dann ein Stockwerk nach oben fahren. Und Frau Kalinin, ich sehe gerade, Frau Filipow bräuchte noch jemanden in der Maske. Sie hat etwas ausgefallenere Wünsche. Vielleicht könnten Sie da bekommen Sie auch gleich den Code. Das ist auch ein Stockwerk höher. Dankeschön. Wurden Sie aufgeklärt über Ihre Pausenzeiten? Nein. Nein. Wir haben Pausen. Gibt es nicht. Ja, natürlich haben Sie Pausen. 12 Stunden Arbeit von der Pause, das wäre ja doch ein bisschen. Also Sie haben durchaus von 15.30 Uhr bis 16 Uhr haben Sie eine Pause. Sie können sich da auch in der Cafeteria aufhalten und da wird auch noch Mittag serviert, also falls Ihnen das irgendwie genehm ist. Mhm. Dankeschön. An okay, viel Erfolg. Cool. Also Comlink einschließen, dann haben Sie bestimmt auch auf Ihrem Comlink jetzt eine Nachricht und dann geht's los. Alles klar. Danke. Ja. Ihr nickt euch nochmal mitfühlend zu. Auf zum Schapint. Jo, ihr murmelt dann noch, na, dann macht sich die Muli-Karawane jetzt mal auf zu den Ställen. Eine witzige Zeitgenossin. Gut. Der Spielleiter stirbt gerade. Was denn? Ich bin eine arrogante Drecksbitch. Ich bin eine Möchtegern-Fotografin Billy ist voll in ihrer Rolle. Sie kennt Jojo gar nicht das, mehr. Ich finde das super. Ja, klar. Gut. Ich gehe an meinen Spind, ich lege meinen Comlink hinein, meinen Wegwerf-Comlink natürlich, und werde mich dann in den 18. Stock begeben, zur Frau Filipow. So, zu wem sollte ich jetzt nochmal? Also, Borisov, der Kameramann. Borisov, genau, der Kameramann, genau. Oh Gott, ein Brandon Task-Fan. Ey, ihr seid beide Knackis, das vereint doch. Das Warte, stimmt ich, allerdings. Also er und ich, wir sind beide Knackis. Ja. Das war gut, also ihr kommt dann eine Etage drüber. Man merkt, also unten der Bereich, das habe ich natürlich nicht beschrieben, der ist noch ein bisschen so für Besucher, ist da ein bisschen AR-Tapete und so ein Gedöns und ein bisschen Werbung noch. Ja, okay, kann man machen. Und halt auch ein Aufenthaltsraum, wo man, also nee, ein Warteraum, wo man tatsächlich halt eine AR-Pflanze hat. Oben ist einfach nur noch Studios, das heißt auch gute Schall... Ach nee, Entschuldigung, ihr müsst in den 19. Stock, fällt mir gerade auf, nicht in den 18. Da sind ja die Studios. Ja, habe ich jetzt kurz verwechselt. Also die Studios, die sind unterschiedlich groß, gut Schallschutzgedingst und da ist nichts mehr mit irgendwelchem Schnickschnack, da sind nur noch die notdürftigen Sachen, hier, Schloss, zack, Penis, bumm. Und Leute wuseln halt herum, es sind doch ein paar mehr, als man vielleicht so annimmt, weil zu einer Filmcrew ja doch einige Leute gehören, auch 80 noch. Und wie gesagt, kein Schnickschnack, nix bunt, einfach nur weiße Wände, Studio 1, Studio 2, Studio 3 und dann bis 10. Ihr könnt ja, ach nee, Billy kann ja nicht bis 10 zählen. Das ist natürlich schlecht, deswegen steht es zum Glück nochmal dran. Billy wird sofort abgeholt. Mhm. Von einer etwas älteren Dame. Sie wirkt, na gelassen ist der falsche Ausdruck, sie hat so einen ruhigen Duktus generell. Aber sie rollt schon deutlich die Augen, als sie aus Studio 4 rauskommt. Wer von Ihnen beiden ist jetzt Frau Kalinin? Guilty! Ja, also ich. Gut, also wenn Sie mir gleich in die Maske folgen wollen, Frau Filipow ist schon ganz gespannt. Mir wurde gesagt, Sie haben Erfahrung, können Sie das vielleicht, während sie mit dir weggeht, vielleicht ein bisschen noch skizzieren, dass ich weiß, was Sie da können.
Na, ich habe ja viel fotografiert auch durch mein Studium und da müssen Sie natürlich auch sehr viel mit Kameraeinstellungen wissen, wie Sie das Make-up richtig auftragen. Und wir haben da sehr viel mit Stage-Make-up gearbeitet natürlich und von dem her denke ich, in die Richtung müsste es doch auch bei Film und Fernsehen gehen, ne? Ja, okay, das klingt ja schon mal ganz gut. Dann, sie öffnet jetzt die Tür. Dann kann ich ja vielleicht die nächsten Tage auf sie zurückgreifen. Gerne. Darin sitzt Frau Filipow. Frau Filipow in der Maske. Ich brauche die aussehenstechnisch gar nicht zu beschreiben, weil, also in der Sendung Neues aus der Heimat. Das sind so moskauer russische Nachrichten mit leichter Färbung. Dunkel? Wie Sagen wir Kot? einfach. Das gute alte Russland, guck mal, was wir Geiles können, und wir sind übelst Penis, und die anderen hier, guck mal, vor allen Dingen Ukas, das war alles behindert, und wir sind sehr, sehr geil. So ungefähr. Und da ist sie so der Schwiegertochter-Typ, wo die Omas das auch noch gucken und wo sie das alles ganz toll macht und nur manchmal sagt, dass Metas halt richtig scheiße sind. Aber in der Maske ist sie, also das, was Billy versucht zu spielen, das lebt sie hoch 10. Sie telefoniert gerade sehr, sehr Laut. aggressiv und laut mit ihrem Anwalt offenbar, was du dann im Gespräch mitbekommst, wegen ihrer letzten Scheidung und Alimenten. Und also die macht ihn richtig fett zur Sau, weil ihr nicht gefällt, was der zu sagen hat. Und ist einfach richtig fette, bösartige Bitch of Death. Also auch sowas wie, Philippe, viel wenn ihr, Spaß haben, fassen oh wir es ja, zusammen. wenn ihr das Make-up nicht gefällt, was du da gerade zusammenrührst oder auch nur aufzutragen, dann schlägt sie einfach deine Hand weg und diese Pinsel fällt runter und es ist also die nächsten Zeit, wenn du dort bist, ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Schön. Das heißt am Abend immer schön Alkohol. Ja, sicher. Der andere hier, der Kameramann, der ist, ich meine, der ist 22 Jahre, der ist jetzt frisch Der ist verlobt so alt wie Jojo. seit 2 Wochen. Der ist relativ unverbraucht und relativ, ja, der hat noch nicht lange genug gearbeitet, weißt du? Alles klar. Und Er ein ist noch Kameramann, idealistisch. na, idealistisch noch, das nun nicht, aber Kameramann putzt so nicht so oft runter, weil der halt immer hinter der Kamera steht und da irgendwas macht. Das geht noch. Der wird schon auch da sein Fett wegkriegen, immer mal, aber es geht halt noch. Der ist einigermaßen cool und mit dem reparatierst du. Selbstverständlich tust du das. An der einen Kamera ein bisschen rum, an so einem Aufnahmestöpsel und dann auch später an einem Bluescreen-Dingens auf Dev. Das ist eigentlich ziemlich entspannt. Cool. Wieder Also ein Beweis, Jojo dass der hat. Spielleiter mich hasst. Er Entschuldige möchte nur bitte, du das hast wieder gut gesagt machen, was er Matze. mich beim letzten Mal zerstört hat. Als er mich beim letzten Mal zerstört hat. Wisst ihr was? Wenn es euch nicht gefällt, ja, dann fragt mal Marina. Die muss nämlich mit euch spielen und das ist viel schlimmer. Und die wurde ja auch gezwungen. Das ist allerdings nicht ganz falsch. Genau. Solange, also Billy ist natürlich nicht die ganze Zeit in der Maske, weil irgendwann das ja auch mal fertig ist. In der Zeit wirst du hauptsächlich irgendwelchen, nicht nur Kaffee bringen, das ist natürlich Quatsch, noch ein paar Mal anders in der Maske aushelfen, ein paar Sachen einfach von A nach B bringen, was jetzt nicht so furchtbar unentspannt ist. Du wirst sogar mal gefragt von dem Brummlibär-Sprecher, ne? Nebenbei von Leonid Jaschow. Der einfach aussieht wie, der schon selbst aussieht wie so ein richtiger Brummbär mit einer fetten Plauze und guter Behaarung und einfach so, dem fehlt eigentlich nur noch eine Pfeife im Mund. Oder Kautabak, eins von beiden. Coolen Opi. Ob das, was er jetzt mit seinen Mitarbeitern da zusammengemischt hat an Farbgebung für die Kindersendung, für das Thema auf Klärung bei, also wenn du ein kleines Geschwisterchen bekommst, was wird sich für dich ändern? Darum geht es nämlich, ob das irgendwie zum Thema passt, weil du ja Künstlerin bist. Das heißt, du hast nicht nur einen Scheißtag bei der Alten. Gut. Bist du jetzt zufrieden, du Dreckschlampe? Ich weine ganz leise in meinen Joghurt hinein. Dein Joghurt? Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen als ein Joghurt. Finde ich sehr in Ordnung. Das geht ungefähr so bis zur, nennen wir es mal, Mittagspause, Nachmittagspause.
was ja sehr lange ist. Dann habt ihr quasi erstmal diese Pause und habt auch Zeit, jetzt, da da fast alle versammelt sind, mit irgendwelchen speziellen Leuten mal zu reden oder irgendwas zu machen. Die Verwaltungschefin taucht da natürlich nicht auf. Was dem, also man hat das auch schon gemerkt, auf der Etage, wo ihr jetzt wart, oder auch Billy, die ein bisschen mehr rumgelaufen ist, ist es doch nochmal deutlich entspannter, immer wenn man in Richtung der 17. Etage bekommt, haben alle plötzlich eine sehr viel angespanntere Stimmung. Der kalte Duft von Totenverwesung kommt immer mal den Lift wahrscheinlich hoch. Ja, und von, oh Gott, ich musste mit ihr reden und ich muss es an irgendjemanden auslassen, wo ist der nächste Praktikant oder die nächste Aushilfe? Das ist ja immer noch nicht fertig. Du hast mir doch gar nicht gesagt, dass ich das machen soll. Halt die Fresse, jetzt mache das hier, sonst bist du raus. Ungefähr so. Jeder kennt es. Richtig. Okay. Ich nicht. Je nachdem, also ich glaube, Jojo wird sich dann auch eher zu den anderen Leuten hinsetzen, die irgendwie mit Raumschlüsseln durch die Gegend rennen. Wenn man da, ich weiß nicht, wie da die Sitzordnung, Hackordnung ist beim Essen. Gibt's da sowas? Ja, also du hast die Cheerleader. Hast du die Nerds? Nein. Ich will zu den Nerds. Ja, das dachte ich mir. Ja, du hast tatsächlich... bei den Cheerleadern natürlich. Also du hast technisches Personal, du hast, nennen wir es mal, die Produktion macht ein bisschen ein eigenes Ding. Und die Leute, die wirklich vor der Kamera stehen und das Ganze mehr Leute gucken, die sitzen auch einzeln zusammen und zu denen willst du nicht echt nicht. Nee, ich will zum technischen Personal. Gut. Ach, der Heimwerker King ist der Einzige, der auch beim technischen Personal sitzt. Ja, aber zu dem will ja niemand. Na, der sitzt aber auch beim technischen Personal. Also okay, dann sitzt der halt auch da. Das Ding ist auch, also bei dem merkt man auch, dass der von den Leuten... Also erstens spricht er die animierte Gestalt einer Kindersendungsfigur und zweitens sitzt er einfach mal mit den Technikern rum. Das geht nicht. Den muss man auch rausmobben irgendwie. Hä, was? Den Heimwerker King? Ach Quatsch, Entschuldigung. Jetzt habe ich die beiden gar nicht irgendwie zusammengebastelt. Du hast recht. Der Heimwerker King sitzt bei den Technikern, der Brummlibär nicht, da hast du vollkommen recht. Aber der Suchti sitzt bei den Technikern, alles klar. Genau, der Suchti sitzt bei den Technikern und den will man irgendwie, weil der kann nicht bei den Technikern sitzen und der macht eine Heimwerkersendung, was auch schlimm genug ist. Der Brummlibär sitzt einzeln. Ja, Brummlibär, wenn der schon nett zu mir war, dann wäre ich auch wieder zum Brummlibär mich setzen. Cute. Einigt euch mal, wer noch irgendwie, also wenn ihr was Spezielles wollt, wenn ihr euch die erstmal einleben wollt, ist es auch okay. Ja, am ersten Tag erstmal einleben, Jojo ist ja recht redselig, also die fängt dann wahrscheinlich auch an, irgendwie mit denen zu labern oder was auch immer, wenn sie überhaupt, wenn sie so wirken, als würden sie, hätten sie gar keinen Bock auf Reden und Jojo nervt nur, dann, naja. Ach, ja, bei denen hast du zumindest ein paar. Ich meine, du musst durchaus dein Temperament, mach mal Gebräuche, mach mal beide Gebräuche. Du meinst das Temperament zügeln? Ja. 2. Oh, Charisma. Ein. Ein? Ja, ein. 8 Würfel und ich habe eine 6. Hast du deine Spezialisierung drin? Ich habe einen Korb, ja. Einen Korb habe ich drin. So dürfte ich einen mehr würfeln. 2 mehr. 2 mehr? Hm. Oh, awesome, warte. Aber eine 6 mehr. 2 Erfolge hat er beide. Ja, eine. Ja. Das ist doch in Ordnung. Ist nicht so schlecht. Ja, also ich meine, ihr seid die Neuen und so langsam ist es okay, ihr kommt da langsam ein bisschen rein. Es ist halt auch viele Aushilfstätigkeiten, die nicht anspruchsvoll, aber fürchterlich nervig und anstrengend und sinnlos sind. Ihr habt sogar mal eine Zeit dann auch später nach dem Essen, wo ihr wirklich von 18 bis 19 Uhr rumsteht, weil es nichts zu tun gibt. Ist ein bisschen ungünstig, aber okay. Euch wird dann angeraten, dass ihr euch in der Zeit einfach nicht bei der Verwaltungsfrau aufhaltet, weil die das nicht so gerne sieht. Na, ich denke, gerade wenn die dann irgendwie anfangen zu labern oder so, wenn sie anfangen über irgendwelche Technikkrams zu labern, dann mischt sie sich einfach ein, so sie was dazu zu sagen hat und kann oder wie auch immer und dann passt das schon. Aber auch nicht zu viel Ahnung haben, das ist auch nicht gut. Okay, sehr gut. Übrigens merkt man dem Heimwerker King seinen Konsum durchaus an. Oh, den Kolova-Koka. Also der hat schon auch Stimmungsschwankungen von gereizt bis sehr gereizt. Nova-Koka ranzukriegen ist jetzt nicht das Problem. Nee, das ist gar nicht das Problem. Es da reinzukriegen ist vermutlich schwieriger. Hodendrogen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ja. Muschidrogen.
Jetzt wird es ekelhaft. Also bitte, Hodendrogen waren absolut okay. Aber Muschidrogen, wir nehmen das auf, wir präsentieren das Zuhörern. Du kannst ja nicht von Muschidrogen reden, Junge. Warum? Einfach so. Kann schon. War auch nicht ernst gemeint. Das ist okay. Schon klar. Gut, also Jojo lässt Ahnung durchblicken. Und aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Was ist denn das? Na, pass auf. Es wäre dumm, wenn sie jetzt so tut, als hätte sie übelste Ahnung von allem, weil das ist nicht gut. Das heißt, sie labert halt... Ist ja nur eine Aushilfe. Ja, eben A, sie ist nur eine Aushilfe und B, es ist auch nicht ganz so pralle, wenn man dann, wenn sie jetzt einen voll auf Pro macht, das ist irgendwie auch nicht so cool. Nee, also sie lässt so ein bisschen, so dass vielleicht das Technikpersonal sie irgendwann mal möglicherweise mehr ranzieht als der blöde Kameramann und aber halt auch nicht zu viel, also sie redet diesbezüglich einfach nicht so viel, es sei denn, es könnte zwischendurch mal sein, dass sie dann doch mal, warte mal eben. Ja. Okay, es kann sein, dass sie irgendwann mal für irgendwas ganz fürchterlich begeistert und dann irgendwie doch nicht ganz aufhören kann zu reden, weil sie gerade fürchterlich begeistert über irgendein neues Modell von irgendwas, was weiß ich was ist. Dann fällt ihr das irgendwann auf und dann hört sie auf, darüber zu reden. Also, ich habe ja gehört, Leute auf Kokain haben richtig Bock, über sowas zu reden und zu diskutieren. Das heißt, ihr werdet euch beide einfach nur ins Wort fallen vor Freude. Nicht mal so sehr aggressiv, sondern einfach überschwängliche Begeisterung, die er mit Drogen verursacht und du mit deiner Persönlichkeit. Ja. Das ist der Punkt, wo die anderen frühzeitig ihr Nachmittag, Mittag, ihr Vesper beenden und euch alleine lassen. Ups. Zusätzlich, keiner von euch, also ihr habt ungefähr gesehen, die Crew, die auch im 20. Stock arbeitet, keiner von euch durfte dahin bisher. Ja, es ist ja auch erst der erste Tag. Ja. Das ist richtig. Und ihr werdet auch pünktlich 21 Uhr werdet ihr rausgeschmissen. Das ist dann auch tatsächlich so, ihr bekommt halt eine Nachricht hier, Arbeitszeit ist für heute rum. Arbeitsvertrag bitte hier unterschreiben. Der ist, also wenn ihr euch den durchlest, dann wird euch schlecht. Und es steht dann tatsächlich drin, bitte holen Sie Ihre Sachen und entfernen sich innerhalb von 12 Minuten aus dem Bereich, wo Sie halt dann hier sind. Du hast das mit deinen 12 Minuten, ne? Das hatten wir nämlich beim letzten Gebäude auch schon, da waren es auch genau 12 Minuten. 12 Minuten sind einfach geil. Hallo? Also. Na bitte. Das ist die normale Zeit, um Gebäude verlassen zu müssen. Die kennt man doch. Das ist die Zeit, die ein Lift braucht, um hoch und runter zu rennen, ne? Und das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Lift, wenn er 12 Minuten braucht. Gut. Dann hasten wir in Richtung Ausgang und... Naja, hasten. Ich meine, du holst Einkommling aus deinem Spind, legst Einkommling zurück, gehst in den Fahrstuhl und bist fertig. Ja. Gut. Fährt runter und fährt erstmal heim. Und Jojo guckt, dass sie sich da merkt, was wo ist und worauf man wie achten muss, wenn man sich in einem Gebäude bewegt. Wie ist das jetzt eigentlich mit dem blöden Treppenhaus? Der ist jetzt gerade aufkam. Aber ich hätte einen Plan, und zwar würde Mahina nämlich im Laufe des Tages einkaufen und würde dann für euch kochen. Und an Jojos Wohnungstür hängt ein Zettel, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr gern zu mir kommen. Yay. Fressgelage bei Mahina. Und Alkohol. Ja, sie hat alles eingekauft für Hamburger. Es gibt leckere Hamburger. Oh yeah. Und Schokoladeneis zum Nachtisch. Das sind alles so Dickmacher. Ach, das hat dir nichts. Aber du hast doch... Milz-Odyssee hast du jetzt so viel abgenommen, du kannst ein bisschen zunehmen. Erzählt, wie war's? Naja. Stressig. Es war schon okay. Die Alte ist echt stressig. Achso, ja, deine Tante da, ne? Ja, wir müssen jetzt aber heute Abend deswegen Neues aus der Heimat gucken, damit ich morgen mit ihr ein Thema habe, über das ich reden kann mit ihrem Bullshit. Willst du jetzt wirklich Neues aus der Heimat gucken? Wir müssen Neues aus der Heimat gucken, damit ich weiß, was ich morgen mit ihr reden kann, wenn die wieder über die News zerfleischt wird. Doch, ernsthaft, muss ich machen. Was ist denn Neues aus der Heimat? Oh, du kennst Neues aus der Heimat nicht? Dann muss ich dir heute Abend mal Neues aus der Heimat zeigen. Es ist eine wunderbare russische Hausfrauen. Sendung. So traurig. Ah, ja. Ja. Klingt jetzt irgendwie semi-unterhaltsam. Ja, Sämig. Das ist Martha Stewart in Fernsehshow, aktuell, bla, was auch immer. Russisch radikal. Was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht? Du wartest noch auf deinen Stecher, oder was? Er ist nicht mein Stecher, aber... Er könnte dein Stecher werden. Ja, ich habe heute das mit den Klamotten schon mal anprobiert. Ich kann euch das ja mal zeigen. Sie verschwindet im Nebenraum, schmeißt sich in das Biker-Outfit und kommt damit raus und präsentiert so mit ausgestreckten Armen dieses Tada. Okay. Und WB-Meister. Sieht gut aus. Ich dachte vielleicht, ich sollte noch eine Nietengürtel oder sowas holen als Accessoire. Nietengürtel?
Doch, warum nicht? Könnte fesches Accessoire sein, das stimmt schon. Du brauchst noch so eine Slutty-Perlenkette. Ich glaube, ich habe da noch was. Zu dem Outfit? Das müssen schwarze Perlen sein. Nein. Ich hab doch noch was. Nein. Was? Nein. Nein. Tü. Wat tü. Leckere Hamburger. Danke, Marina, fürs Essen. Ja, haut rein, ihr Arbeiter, und esst euch satt. Satt. Es war echt nicht so schlimm. Du? Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Du hast auch wieder Glück gehabt. Das Leben meint es immer so viel besser mit dir. Das Leben nennt sich Meister. Mhm. Ich glaube, das ist sehr subjektive Wahrnehmung. Ach, eventuell. Und ich habe mich an White Russian versucht. Mahina steht auf und kommt mit einem Tablett mit 3 Gläsern zurück. Sieht nach White Russian in guter Mischung aus. Mal schauen, ob sie der Billy-Mischung gerecht wird. Jojo probiert. Doch, ist gut. Nicht genug Russian, zu viel White. Mahina grinst breit. Okay. Das lernst du noch. Und was machst du jetzt morgen noch? Sie zuckt so ein bisschen die Schultern. Na, ich werde nochmal dem Chef ein bisschen helfen, weil ich ja die Woche nicht ganz so viel arbeiten kann. Und abends habe ich dann ja das Date. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, kannst ja nochmal versuchen, irgendwas rauszukriegen oder so. Aber was denn? Na, irgendwas, was da halt läuft. Über die Leute zum Beispiel. Manchmal fangen die ja an oder haben dann schon eher Schluss und Die waren nicht besonders gesprächig, als ich da war. Achso, ich meine jetzt nicht die Fensterputzer. Die Fensterfutzer. Die Fensterfutzer, genau. Aber Marco zum Beispiel. Wer? Marco. Na, das du kannst ist, den Namen jetzt noch dreimal sagen, wenn na, das ist ein, na, das ist ein Praktikant, der ist aber schon relativ lange da. Der weiß bestimmt noch ein bisschen mehr, wer jetzt wie mit wem und wo und was geht und was nicht geht und wo man rankommt. Der eine Typ übrigens, der so voll auf Novakoke ist, ich glaube, mit dem kann man mal irgendwas machen. Ich glaube, das läuft. Ja, hast du was? Mit dem Novakoke. Ich kann was besorgen, das ist nicht schwer. Okay. Also mit ein bisschen Glück habe ich das, kriege ich das heute Abend sogar noch. Mit ein bisschen Glück? Also Novakoke ist die Sache, an die Jojo immer rankommt. Immer. Gut. Also die Qualität ist egal, aber sie kommt immer ran. Gut. Ich kann dir das heute Abend noch besorgen. Yay! Fürs Frühstück. Fürs Frühstück zum Beispiel. Na, yes. Auf jeden Fall, der Techniktyp. Na, hier der Heimwerkertyp, vielleicht komme ich an den ein bisschen ran, das könnte gehen. Ich habe heute schon mein Mittagessen die ganze Zeit mit dem gelabert. Der kommt, ich weiß nicht, ob der da auch ganz hoch kommt. Es könnte aber sein. Oder mir da zumindest eine Möglichkeit verschaffen kann. Oder uns oder wie auch immer. Ja, ausprobieren. Ja. Der nervt zwar eigentlich ein bisschen, aber das passt schon. Ja, solange dich da hochbringt, ist doch scheißegal. Ja. Oder hast du noch irgendeine tolle Idee für uns, Marina, was wir machen könnten? Nee, das klingt alles schon ganz gut und vielleicht schafft ihr es ja über den Weg rein und ich versuche das hinzukriegen, dass wir euch den Weg rausschaffen. Wie viel Geld haben wir eigentlich über für unsere Rücktour? Na, es kommt drauf an, was wir investieren wollen. Also von unserer Anzahlung haben wir bis jetzt noch 400 über. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir die Sins nicht versauen. Wenn wir die Sins versauen, sind wir nochmal 600 los. Wenn wir die Sins nicht versauen, dann müsste, also dann kommen wir so weiter. Das ist total toll. Die Frage ist nur nach einer konkreten Zahl, nach was ich maximal anbieten kann. Na, weißt du, wie viel der ungefähr verdient? Sie zuckt so ein bisschen die Schultern, keine Ahnung, aber hat mehrere Jobs. Gut, das heißt, ich sag mal 200 Nuyen sind für den schon eine Stange Geld. Für 200 Nuyen glaube ich nicht, dass der seinen Job riskieren wird als Fensterputzer. Na, ich sag ja nur, 200 Nuyen sind eine Stange Geld. Wir wissen noch nicht genau, wir wissen schon, wann wir es durchziehen, aber er würde ja theoretisch seinen Job nicht unbedingt riskieren müssen, wenn es einfach nur klar ist, dass er mitten in der Nacht außerhalb der Arbeitszeiten illegal irgendwelche Leute vom Dach runterbringen soll. Doch. Oder die ja eher zu. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, mit den Zins sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Denn ich sag mal, Fedor will man nicht unbedingt verärgern. Der sah so nett aus. Du weißt, dass wir da mit der Worry gesprochen haben, oder? Was? Ich möchte zitieren. Aber du weißt schon, mit wem du zu tun kriegst. Ja klar, easy, alles hier, weiß ich Bescheid. Jojo würde doch niemals ihre große Schwester in Gefahr bringen, dachte ich. Ja, Fedor ist ja auch ganz cool eigentlich. Deswegen hat sie dir ja auch vorher mehrfach gesagt, du sollst dich benehmen. Ich hab mich benommen, jetzt hör du auf, auch noch auf mir rumzuhacken. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall Fedor, Worry. Mit denen
Nee, ist eigentlich ganz easy. Ich sag mal, solange man sich an das hält, was abgemacht ist, ist alles klar. Solange es heißt, guck, dass da irgendwie jetzt nicht noch mehr tolle Vorstrafen draufkommen, dann gucken wir das. Und er sagte, wenn, dann kostet es halt nochmal 300 pro Nase oder 300 pro Sinn. Mein Gott, dann ist das halt so. Und wenn wir dem die Kohle sofort geben, dann ist das auch alles easy. Solange von beiden Seiten, also solange wir unsere Abmachung einhalten, halten die ihre Abmachung auch ein und wir haben überhaupt keine Probleme. Das ist kein Ding. Was passiert denn eigentlich, wenn wir zum Schluss gar keine Daten daraus kriegen? Hast du da mal drüber nachgedacht? Wenn wir gar keine Daten daraus kriegen, Kriegen wir keine Kohle und wahrscheinlich nie wieder irgendeinen Auftrag von dem. dann von ihm haben wir den Auftrag nicht. Ja. Mit ihm läuft nur die Sache mit der SIN. Ja, aber Ich was? habe auch nicht von dem Wori-Typen gesprochen. Nee, eben. Na, wenn wir gar keine Daten da rauskriegen, dann ist ja halt Anzahlung, Anzahlung. Dafür haben wir es ja versucht. Wenn es halt nicht geklappt hat, dann hat es nicht geklappt. Dann kriegen wir halt kein Geld und bleiben halt auf unseren Kosten sitzen. Ja, noch haben wir ja keine Kosten so gesehen gehabt. Richtig. Das heißt, momentan haben wir noch 400 auf der hohen Kante sozusagen. Ja. Gut. Ist das das dann, was wir dem offenbaren sollten? Na, ich sag mal, wir können es auf jeden Fall versuchen. Was, Wenn er. mal eine ganz dumme Frage. Ganz kurz, nur eine Idee, Aber ich würde es wenn... auch an dem Abend ehrlich gesagt noch gar nicht machen. Weil Was? das. Na, wenn sie jetzt morgen ihr Date hat, dann wäre es ja eigentlich ziemlich blöde, wenn wir dann sagen: Ey, hier kannst du nicht mal, weil wir ja noch überhaupt nicht wissen, wie wir es machen wollen, weißt Oh. du? Ja. Das Einzige, was halt ginge, ist. Ich meine, wir werden da ja eigentlich auch um 9 rausgeschmissen. Das heißt, wir kommen da zu dem besagten Zeitpunkt gar nicht rein. Wir müssen da ja eigentlich nachts rein. Ja, es sei denn, wir müssen aus irgendeinem Grund länger arbeiten. Richtig, also wir müssen halt aus irgendeinem Grund länger arbeiten oder. Das heißt, wir beide müssen uns einen dummen Zufall einfallen lassen, dass wir irgendwas verbocken, dass die uns länger arbeiten lässt für Dann das. kann es auch sein, dass wir einfach rausgeschmissen werden. Ja, Risiko. Na, das Eins, Einzige, zwei, was sich Risiko. vielleicht machen lässt, also ich sag mal, der Typ war schon recht begeisterungsfähig, was so bestimmte Sachen angeht. Ich glaube, der bastelt und schraubt eigentlich schon ganz gerne. Und? Habe ich das richtig verstanden, Meisterlein? Naja, er ist der Heimwerker-King. Er hat schon eine gewisse Begeisterung für das, was er da verkauft. Also er verkauft ja hauptsächlich Geräte und zeigt, wie geil die sind und gibt so ein paar Tipps. Aber er hat schon, also ich meine, er hat sich ja mit dir unterhalten, sehr inniglich über den richtig geilen Schraubendreher. Hey, er hat's richtig gesagt. Naja, also ich sag mal, wenn man den dazu kriegen könnte, dass er vielleicht sogar noch irgendein Projekt vorbereiten muss oder so für seine neue Show und man da und ich das irgendwie angeleiert kriege, vielleicht, dann könnte es sogar sein, dass er mich möglicherweise, ich weiß es nicht, das ist jetzt sehr, sehr, sehr weit hergeholt, vielleicht hat er auch seine Technik, aber es wäre zumindest ein Versuch wert, sowas mal anzuleiern, weil dann muss er das ja vorbereiten für seine neue Show, weißt du? Und dann muss man da vielleicht auch mal länger dran rumdingsen. Und vielleicht muss ich dann länger arbeiten. Vielleicht auch an dem Abend. Tschüss, Nachricht, TS. Ups. Moment. Ich Meine doofe sag's nur Katze. ganz ungern, aber ich brauche trotzdem irgendwas, was ich ihm maximal bieten kann, sollte das Gespräch sich in die 400. Richtung. Versuch's erstmal mit weniger, je nachdem. Versuch's erstmal mit 200. Ich meine, 200 sind für den wahrscheinlich auch schon eine Stange Geld. Und letzten Endes, wenn er dir einfach nur zeigt, wie man den ganzen Scheiß bedient, reicht das ja doch auch. Ich meine, der muss ja nicht selber sein. Ich werde mal gucken. Also was klar sein sollte, dass von den Berichten, die ich über die Daten zurückgefunden habe, keinerlei Praktikanten länger als bis 22 Uhr gearbeitet haben. Die Frage ist jetzt nur, Wir sind keine inwie... Praktikanten. Ja, okay, Praktikanten und hier die, Aushilfskräfte. ja, genau. Partei. Gerade noch mal so hier, Kollege. Ja, ich muss es tippen, Junge. Tipp doch halt mal, Junge. Naja, vielleicht machen sie da ja Ausnahmen. Weiß nicht, ob wir da illegal, legal, scheißegal, irgendwie drumherum kommen. Naja, wenn er da arbeitet, hat er doch bestimmt Möglichkeiten. Wer hat Möglichkeiten? Na, der Typ. Was für ein Typ jetzt?
Na, der Heimwerker King, von dem sie die ganze Ach, Zeit spricht. Ach, der ist aber kein, der ist doch kein Praktikant. Wir sind die Praktikanten, oder? Ja! Warum hörst du ihr denn nicht zu? Es geht darum, dass sie den Typen anfixen will, dass er dafür sorgt, dass ihr da länger bleibt. Ja, oder ich also, zumindest. Ja, du zumindest, weil mit mir hat er überhaupt nichts am Hut. Aber es dreht sich doch auch nicht das ganze Universum um dich, Billy. Wie? Wie kannst du es wagen? Na, egal. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich kann mal gucken, ob ich da irgendwas hinkriege. Ich muss mir mal seine Show angucken, glaube ich. Mal so gucken, was der da so macht. Und wenn er dann irgendwas ganz Tolles, Neues hier vorstellen kann, dann vielleicht kann man da was machen. Ich habe mir schon die letzten zwei Folgen Neues aus der Heimat geladen über das Zenit-Netzwerk. Das solltest du vielleicht auch machen für deinen Heimwerkerkönig. Der Typ ist so nervig. Der hat so Stimmungsschwankungen, ey. Woran das wohl liegen mag. Aber du solltest vielleicht noch einen Anruf vorher tätigen, wo du deinen Snowing in the Summer herbekommst. Ja, fahr ich vorbei, dann hab ich das, ist doch kein Ding. Okay. Ja, ich muss doch auch mal was können. Du kannst doch so viel tolle Sachen. Du kannst zum Beispiel Hoden verknoten. Ich habe keine Hoden verknotet. Du hast... Hab ich auch noch nie ausprobiert. Du hast Hoden verknotet. Hab ich? Ja. Ich habe Hoden püriert. Nee, du hast die verknotet. Na, ich... Nicht direkt. Manchmal will ich gar nicht so genau wissen, was ihr macht, wenn ihr alleine seid. Hä? Viele bunte Sachen. Wenn wir alleine sind? Wir waren ja nicht mal alleine. Richtig. Wir waren da mit zwei Typen. Das macht's nicht besser, ne? Ist egal, so, es war nichts Schlimmes. Oh, ich sag ja nichts. So, Nova. Brauche ich das jetzt eigentlich schon? Was? Nova. Oh, das kann ich auch morgen sagen. Wir müssen das doch antesten. Um 8 müssen wir da wieder sein. Ne, um 10, Entschuldigung. Also um 9 müssen wenn wir da sein. Wenn ihr jeden Morgen euch noch masken wollt, ist das schon halt insgesamt relativ aufwendig. Denkt dran. Mhm. Ja. Also ich muss auch zeitig ins Bett heute. Ja, ich denke, das kann ich morgen machen, bevor, wenn wir eh um 21 Schluss haben. Achso, in eurem Arbeitsvertrag steht 20 bis 22, je nach Bedarf. Ah, okay. Mahina, wann hast du dein Date morgen? Zwischen 20 und 22 Uhr sagt er, glaube ich, wäre da. Ja, er sagte so 22 Uhr. Also er sagte 22 Uhr ist auf jeden Fall schon da, so rum war's. Okay. Okay, cool. Dann, boah, dann kann ich mich endlich wieder umziehen. Ah, oh, diese Klamotten. Okay, cool. Dann kriegen wir das alles hin. Wunderbar. Ich denke, wir kommen dann alle unabhängig ins Drift. Also, Billy, willst du auch ins Drift? Ja, du willst auch ins Drift. Ja, anscheinend habe ich ja keine Wahl. Du hast schon eine Wahl. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Aber wir freuen uns natürlich, wenn du da bist. Tü-tü. Tut dir das jetzt? Ja. Tü. Hörst du jetzt auf, mich nachzumachen? Warum? Böses, böses Mädchen, tu. Ich werf dich den Burschen zum Boden. Inkontinent, ja. Schwanzus longus. Aber auf Englisch ist es besser. Bickes, dickes. Ja. Ja. Danach gehen wir schlafen. Mit bickes, dickes. Ja, ich fahre aber heute nach Hause. Tut mir leid, Mädels. Das ist okay. Danke. Dann bin ich auch morgen schön ausgeruht dann rüberkommen. Ich wollte schon sagen, du musst doch hier noch vorbeikommen, damit wir uns masken können. Ja, ich mach ja. Ist ja gut. Wozu haben wir denn so ein Talent wie dich, Mensch? Na, Talent? Du bist ein Talent. Was willst du wieder von mir? Du willst doch wieder was. Dass du mich morgen maskest. Billy! Ja. Nur eine Anmerkung, das habe ich nämlich vergessen. Ich habe die Latexmasken nochmal umgebastelt. Also für 500 Nuyen kriegst du so ein richtig geiles Gerät für 25 Anwendungen, wo du nur 5 Minuten programmieren musst, wie das Gesicht, und du kannst ja Gesichter einspeichern. Das heißt, einmal 5 Minuten pro Gesicht und dann eine Minute zum Laden. Dann wird das Ding einfach Latex-Glibber ausdrucken quasi und du kannst es jemandem übers Gesicht stülpen. Arbeitsaufwand pro Gesicht wären so ungefähr 7 Minuten. Jetzt ist es halt jeweils eine halbe Stunde. Ich bleib bei der halben Stunde. Erstens bin ich geizig und zweitens üb ich auch damit, ne? Gut, immer schön den Geiz raushängen lassen und dann nur 4 Stunden schlafen. Sehr geil. Was, schlafen eh überwert? Bisschen Speed, dann läuft's. Na, für was? Ich dachte, du bringst das Nova Coke auch für mich mit.
Achso, du willst auch Novacoke haben? Dort an den Sender, ne? Richtig. Ich wusste nicht, dass du auch Novacoke willst. Immer her damit. Na, jetzt habe ich gerade noch keins. Das müsste ich jetzt besorgen gehen. Nee, für morgen. Das dauert ein bisschen. Na, morgen müsste ich... Ich würde es morgen Abend besorgen. Ja, und? Ja, wollte ich nur wissen. Wenn du auch welches willst, alles klar. Ja. Gut. Schön. Ja. Supi. Herrlich. Nacht. Dämlich. Schön. Nacht. Träumt was Schönes. Du auch. Gut. Junge, Junge, Junge. Schlafi, Schlafi. Ich habe jetzt genug geschnarcht. Jetzt ist jemand von euch dran. Okay, also ihr wacht. Können wir noch einen Aufwachsong vielleicht machen? Ich finde, wir sollten mehr Lieder haben. Guten Morgen, Sonnenschein. Als hättet ihr froh. Also ich bin hellauf begeistert. Wir sollten noch mehr singen. Wir überspringen jetzt einfach immer Kämpfe mit irgendeiner geilen Kampfmusik. Ja, genau. Das ist schon alles sehr, sehr geil. Wir müssen das aber üben, dass wir gleichzeitig singen in der Zukunft. Das geht mit der Verzögerung im TS vermutlich nicht so gut. Guten Morgen, Sonnenschein. Also das war so schön. Du darfst nicht traurig sein. Was? Er hat von Karma gesprochen, habt ihr es gehört? Ich hab's auf Aufnahme. Ich hab's auf Band. Das wird da rausgeschnitten, da kannst du es mir ja auch nicht mehr... Das geheime Karma-Tier. Ich hab gehört, das soll es irgendwo geben. Pass mal auf, bald kommen wir... Oder wir kommen bald in den Karma-Rausch. Dann klettern wir auch über den Klondike. Warum denn über den Klondike? Weil es da Karma gibt. Im Klondike gibt's Karma? Na, ich dachte, im Klondike gibt's Gold. Ja, auch. Aber vielleicht auch... Das wird dann also so ein Äquivalent fürs Karma, weißt du? Der Moment. Ich raff's nicht. Egal. Schön. Niemand versteht meine Metaphern. Ja. Was? Ihr seid ja schon erwacht. Ihr habt euch geschminkt. Ihr fahrt dahin. Ja, danke. Wir fahren arbeiten. Prozedur wie letztes Mal. Arbeit. Bei Billy macht sich ein wenig das Folgende bemerkbar. Ich möchte auch, wie gesagt, immer mit ihr, auch wenn sie eine Arsch... Geburt? Und was für Arschlöcher verheiratete Männer sind. Du, ich hab gerade leider nur bis Arsch, also dem ersten Arsch verstanden. Dann warst du weg. Verheiratete Männer sind Ärsche. Und das ist nix. Billy möchte mit ihr über verheiratete oder über Männer lästern, weil sie ja schon so oft geschieden wurde. Genau. Mensch. Warum hast du mich verstanden, aber er nicht? Weil er dumm ist. Okay. Nee, weil du bei mir plötzlich weg warst, meiner. Nein, er hat einfach nur so, er hat das nur so gesagt, er war nicht plötzlich weg, er hat abgebrochen im Satz. Weil ja, Frauen sind und sich verstehen. Richtig. Wenn ihr bitte komplette Sätze sprecht, dann könnte es sein, dass ich euch besser verstünde. Wieso, dann gibt's aber kein Karma mehr. Ich gebe euch nur Karma, damit ihr lernt zu sprechen, hast du recht. Und ihr gebt es dann wieder für Schusswaffen 70 aus, na danke. Schusswaffen 70? Na danke! Entschuldigung. Und für Warzen. Ich musste das oder jetzt Wanzen. Einfach nur mal... Wanzen, genau. Auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Wanze. Zieh so, dir mal die Wanze an. Wie die Wanze also, tanzen bei kann. Billy stellt sich das Folgende heraus. Achtung. Im Gegensatz zu Jojöchen und Jojöchens Persona ist Billy einfach mal immer noch eine geile Elfe mit langen Beinen. Das heißt, der ein oder andere Mann wird ihr, auch wenn sie immer noch eine dreckige Aushilfe ist, unterschwellig etwas zugetaner sein. Besonders, wenn sie sich mal wieder sexy über die Lippen lecken. Und Eiswürfel in ihrem Dekolleté verteilen. Oder Eiswürfel mal kurz im Dekolleté und dann noch so ein bisschen mit Dill zwischen den Zähnen. Und Spinat. Sehr, sehr geil. Mit Dilden zwischen den Zähnen? Genau. Ja, was mit Naturdilden, weil sie eine Elfe ist. Mit Zahnlücke. Ihr müsst Zahn Melina noch ganz schön verderben, um die auf euer Niveau zu bringen. Was? Das war doch angesagt. Ich würde schon sagen, es war doch klar. Sei froh, dass es nicht die Buttplugs zwischen den Zähnen sind. Ja, oder nicht Hoden abgewaschen. Drogen. Nicht abgewaschen. Du wäschst deine Buttplugs ab? Natürlich. Echt? Voll. Aber die Kruste sind doch natürliche Noppen. Grind unter der Oh je. Oh Leute, es ist schon so spät. Also, bei Billy stellt sich raus, ein paar Typen sind hier unterschwellig zugetan. Das heißt, der Arbeitsalltag wird ein bisschen entspannter, weil eben diese Menschen, Männer,
sie eher in ihrer Umgebung wissen wollen und sie muss dann auch nicht so schwere Tätigkeiten vollziehen. Also Darf ich ganz kurz was fragen? Kriegen die dann einen Dicken in front of mir? Nee, so schlimm ist es nicht. Warum nicht? Es ist auch nicht so, dass sie sagen, du musst nichts tun, außer hier zu sitzen und mal kurz zu probieren, deine Ellbogen beide an deinen Bauchnabel zu bringen. Och, so schade. Ist es noch nicht. Weil du auch nicht bei jedem Weibstück einen Dicken kriegst, dass du siehst. Also so, das woher schon, weißt du das dann? Ich wollte gerade sagen, ich schieße immer einen Dicken. Okay. Aber also so ist es noch nicht, aber der Arbeitsalltag wird deswegen ein bisschen entspannter. Ich meine, ein paar der Bitches, der kleineren Bitches, denen das auffällt, die haben da natürlich wieder das Reviermarkierungsdingens. Aber ich meine, solange du dich von denen fernhalten kannst, und das kannst du in den meisten Bereichen, es wird ein bisschen entspannter. Es ist immer noch anstrengend, du machst immer noch dich unterfordernde Tätigkeiten, aber naja, gut, es läuft. Ich komme dann gleich übrigens zu dir, Lexi. Flumse. Jo. Flumse. Bei dir ist es auch ganz entspannt. Bis zu diesem epischen Moment nach der Mittagspause um 16.12 Uhr. Prinzip und 12 Sekunden. Nein, und 24 Sekunden. Okay. Mitrofan Gromov, der Heimberger King. Mhm. Er kommt gerade aus dem Bad. Und... Oh ja. Er kommt auf dich zu... gestarkst mit einer Geschwindigkeit, die unglaublich ist. Er blickt sich um, als wäre überall alles auf einmal. Aber nichts wirklich. Aber nichts. Er ist Gott, er kann alles auf einmal sehen. Richtig, er kommt also auf dich zu. Packt dich so halb an der Schulter, aber lässt sich halt sofort wieder los, wie so ein nochmal mehr Aufmerksamkeit erregen, als ob er ihn sowieso schon hätte. Ja. Ach, macht das Spaß. Ladder! So, pass auf. Also, die Sendung geht in 30 Minuten nehmen wir die auf und mein scheiß Gehilfe hat abgesagt. Ich hatte richtig keine Penner. Ich brauche jemanden, der sich richtig gut auskennt mit diesem Gerät. Er hatte es mit auf dem Klo. Völlig normaler Move. Holt er so ein Ding, wo du Silikon in irgendwelche Fugen spritzen kannst und das dann irgendwie noch verfestigen kannst sofort und mit allem drum und dran und 74 verschiedenen ausfahrbaren Düsen, um das noch in die perfekten Ritzen zu spritzen und mit einem mit einem kleinen Detektor dran, der die Härte des Silikons feststellt und die Art, die sich am besten für die Fugen eignet, also High-End-Heimwerker-Gerät. Mhm. Schön. Also, ich hasse dich, Spielleiter. Tu dir. Hallo, hau ich die Tasse nach hinten, schneid ich den Müll dich raus. Ich hasse dich. Drecksarsch. Also ich brauche auf jeden Fall Ihre Hilfe, Sie müssen mir einfach ein bisschen zu Hand gehen, Sie müssen nicht viel sagen, aber Sie kennen sich ja aus, also wenn Sie was zu sagen haben, ist überhaupt nicht schlimm, das können Sie machen. Also, wie sieht's aus? In ein paar Minuten geht's los und ich brauche die Maske, braucht man nicht, passt schon, los geht's. Wäre es nicht besser, wenn Sie da vielleicht jemand anders nehmen? Ach, Pillepalle, das sind alles Idioten und bitte steigern die Quoten, reim. Aber ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Hallo, jeder will ins Fernsehen, jedes kleine russische Mädchen träumt davon, das ist ihr Einstieg, sie wollen nicht irgendwie Aushilfe sein, das hat keine Zukunft, kommen Sie mal mit jetzt hier. Sie wird nicht gefragt, oder? Wirkt es so, als würde er dich fragen? Nee, der wirkt so, als ob er mir auf die Fresse haut, wenn ich jetzt Nein sage. Jupp, yep, check. Naja, ja. Also zumindest fände er das nicht besonders schön. Mhm. Oder er klopft dir auf die böse Möse. Das glaube ich nicht. Geheim, geil. Also, er würde dich, wenn du dich jetzt nicht wehrst, mitziehen. Soll sie sich denn wehren? Sie ist raus da, wenn das jetzt nicht klappt, und dann kommt sie da nicht mehr rein. Ja, das könnte unter Umständen sein. Mhm. Cute. Also, super, ich hasse noch... dich. Ich hasse dich. Sag's bitte nochmal kurz, sagen wir es vorher hinter uns. Danke. Flummi, ganz toll an der Sache ist, alle unsere Zuhörer auch. Wieso denn? Die freuen sich bestimmt. Sirius, genau in die Richtung, um ins Fernsehen zu kommen. Du kommst nochmal doch ganz kurz in die Maske, darauf muss bestanden werden, weil das nicht geht mit den Augenringen. Und Billy, also der Typ kommt rein, er stürmt durch, denn der ist schon fertig, ja, nach dem Klo und nach dem Schniefen nochmal schön, ist egal. Und er zeigt dann kurz auf dich und deine Gehilfin, die das tatsächlich so halb als Ausbildung hat. Ja, die muss noch fertig gemacht werden und hopp, 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 das geht gleich los. Hm,
Ich muss gerade mal mein Marschriegel runterschlucken. Darf ich gerade kurz? Es tut mir leid. Natürlich. Das ist aber nett von Ihnen. Kameraabzug. Ihr, junge Dame, haben Sie irgendeinen Wunsch? Irgendwas Besonderes? Irgendwie Wert auf Augen legen oder so? Ach, das ist mir eigentlich egal. Was geht ab? Der Typ will mich in seine scheiß Show mit reinnehmen. Frag mich nicht, warum. Das ist nicht gut. Ich weiß, aber ich habe nicht wirklich die Wahl. Mensch, Sie sehen ja aus. Haben Sie auch richtig geschlafen? Ich weiß gar nicht. Sie sehen so kränklich um die Augen aus. Hier, junger Mann, kommen Sie mal rüber. Und schwingt dem Heimwerker Bob zu. Ach, das gefälligst selbst. Wenn die merken, dass ich eine Maske aufhab, habe ich ein Riesenproblem. Was denn? Das ist doch nicht mein Job. Was ist denn hier los? Ja, ich denke nur, die sieht nicht so gesund aus. Ja, wie? Was? Wo? Gesund? Das machen wir alles später. Das wird wegretuschiert. Bildbearbeitung, überhaupt kein Problem. Wir machen die Möpse noch ein bisschen größer. Wir blasen die auf. Und da drüben, Blaumann. Blaumann, die brauchen Blaumann. Okay. Auf Ihre Verantwortung. Scheiße, ich hab's versucht. Tut mir leid. Danke. Hallo. Blaumann. Ich mag Blaumänner. Verdammt, die sind so bequem. Ich hab auch eins zu Hause. Ich bin auch schon wieder Blaumann. Alter, Falter. Jojo watschelt zum Blaumann und zieht sich einen Blaumann an. Sehr gut. Schön. Und sie fühlt sich wirklich wohl in dem Blaumann. Schön, 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 schön. Schön. Ja, du wirst da halt rein, dann leg dir ein bisschen Werkzeug. Du kennst eigentlich alle Modelle davon und es gibt nochmal einen ganz kurzen AR-Feed, der besagt, was heute vorgestellt wird und was er da halt macht. Das ist gar nicht so anspruchsvoll. Es werden nämlich auch nicht alle Szenen gedreht, also es ist relativ easy. Es wird so ungefähr, also geplant sind so 20 Minuten. Er schafft es aus irgendeinem Grund meistens schneller. Ach, pff. Wieso denn bloß? Ich weiß es nicht, wieso tut sie denn so? Wieso tut sie bloß so? Das ist auch irgendwie Klassiker geworden. Und... Wir reden schon von Klassikern. Klassiker, natürlich. Seit 2 Wochen. Also. Genau. Dann wird nochmal kurz das Licht richtig eingestellt und dann hier Cut und so ein Scheiß, hier Take und Ficken und so ein Gedöns. Ja, und jetzt auch herzlich willkommen, du Heimwerker. Bitte was? Ich sagte nicht hier vor der Kamera. Die Möpse größer gestellt. Ja. Jetzt auch herzlich willkommen zu Heimwerker King. Jetzt nach der Bärpause geht's auch weiter. Ich präsentiere Ihnen heute den Fugenbuster 3000. Ein wunderbares Produkt von Rabutnik. Und hier neben mir, sehen Sie meine Gehilfin für heute. Das ist Frau Lana Bolschakow, die mir hier aushilft. Eine wirklich versierte Frau. Und die kann euch mal zeigen, was das Gerät so alles kann. Da drüben haben wir ein paar Fliesen. Ungefähr so. Er treibt dich an. Das ist erstmal gut. Denn wenn er redet und dich antreibt, musst du nur tun. Richtig. Er rückt dich auch gern immer nochmal so zurecht, dass halt du nicht irgendwie das verdeckst und nur der Rücken von dir zu sehen ist, sondern er will schon, also es wäre ja dumm, wenn man den Rücken von jemandem sieht in so einer Show, sondern muss schon mindestens im Halbprofil zu sehen sein. Aha. Dann geht es weiter zu ein paar anderen Sachen und am Ende... Ja. Oh, nicht Ding, ich habe auch genug geredet. Jetzt kommt mal die Nietpistole. Nietpistole, das ist ein ganz neues Modell. Darüber habe ich mich gestern mit Frau Bolschakow unterhalten. Frau Bolschakow, jetzt erzählen Sie doch mal, was da haben da ganz neue Eindrücke gehabt. Das wusste ich noch gar nicht, was man dort machen kann. Bitte. Ah, Jojo erzählt ein bisschen. Verhalten. Verhalten? Das verdammt. Ist sehr schade. Nicht wirklich, verdammt. Also Verhalten, das heißt, dass er ungefähr nach 10 Sätzen nochmal so, ja, und jetzt nochmal ein bisschen mit Begeisterung, das klang ja ganz anders. Die junge Frau kann ihnen Sachen erzählen. Okay, sie labert einfach noch ein bisschen Blödsinn und bla und wie halt auch, wie sie halt so ist. Okay. Gut, nach ungefähr 17 Minuten des Rampenlichts und Spaßes. Jojo leidet. Wird dann auch abgedingst und am Ende meint nochmal jemand... Nämlich der das ganze Ding regisiert. Ja, okay, das ist ja alles ganz nett, aber der Teil, wo hier die Gehilfin was sagen soll, den machen wir nochmal. Und bitte, ich weiß nicht, ob Sie jetzt das erste Mal vor der Kamera stehen, aber es geht so nicht. Ein bisschen mehr, wir wollen ein bisschen Connection zwischen Ihnen und dem Zuschauer und dem Gerät, ja? Also mal ein bisschen mit Inbrunst, mir wurde ja gesagt, Sie sind da irgendwie... Fachfrau oder sowas, jetzt bringen Sie das doch mal rüber, das kann nicht so schwer sein. Und nochmal, bitte. Okay, Jojo, erzählt, weil sie irgendwie in ihrem Kopf gerade den Film abspult, mit was sie eigentlich wirklich mit diesem Ding alles anstellen kann. Ja, und dann nehme ich so eine Knarre und niete die einfach. Nein, das erzählt sie nicht. Bei Knarren nietest du auch nicht, bitte. Bitte? Bei Knarren wird vermutlich auch nicht genietet. Richtig.
Nein, das erzählt sie nicht, aber was ist das jetzt? Ist das eine Nagelpistole oder was ist das? Ja, also ein Nietgerät ist schon ein bisschen heftiger als eine Nagelpistole, weil das ist halt so für Stahlstreben und sowas gedacht und große Metallplatten. Okay. Zeuge sind genietet, weißt du, die Hülle. Ah, ich verstehe. Ja, dann erzählt sie ein bisschen von was man damit eigentlich machen kann. Dann erzählt sie ein bisschen Blödsinn, was man damit machen könnte und ja. Und dann hofft sie, dass die richtige Frau Lada Bolschakow die Sendung nicht sieht? Ja. Gut. Gut, also nach dem zweiten Mal sind sie dann einfach relativ zufrieden. Ja, okay, meinst du, man kann, also wir müssen ihre Statur noch ein bisschen verbessern und die Schweißperlen auf der Stirn, die müssen weg. Aber okay, gut, das reicht für heute, danke schön. Outtime, da sind mit Sicherheit keine Schweißperlen. Meinst du nicht, dass sie aufgeregt... Ah! Latexmaske, Baby! Ah, also die Schweißperlen auf den Armen, die müssen auf jeden Fall weg. Die wird da in einem Longsleeve stehen, die hat die Arme nicht frei. Stimmt, du hast Tattoos. Du misst doch auch jeden Spaß. Die Schweißperlen am Hals müssen weg. So, das Ende. Ist okay. Verdammt nochmal. Nicht mal Fanta gönnt sie mir. Das tut mir leid. Fanta so. Musst du dir erst verdienen. So, als dann langsam schon abgebaut wird und der Typ, also er hat anscheinend so eine gute Gewöhnung, dass er schon fast lang, na, er kommt nicht fast schon langsam wieder runter, aber man merkt es nicht mehr so krass an. Allerdings klopft er dir jetzt so seitlich auf die Schulter, dass es dich fast von den Socken haut. Na, das war super, wunderbar, da kann man morgen vielleicht gleich nochmal, ich rede mal, das war ganz gut für den Einstieg. Das ist fürs erste Mal wirklich gut und dann komm mal, ich schicke ihn einfach mal, geben Sie mal einen richtigen Com-Code für zu Hause, dann schicke ich ihm mal eine Liste mit Geräten, die ich in der nächsten Folge mal rannehme, ja? Klar. Gut, 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 dann richtiger Homecode. Los, 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 los. Jojo, gib ihm mal einen von ihren Bla-Homecodes. Gut. Er speichert ihn sich ein, schickt ihn an sich zu Hause, klopft ihm nochmal auf die Schulter und dann stürmt er raus. Er fegt fast einen Kabelträger weg. Eine Kabelträger-Drohne weg. Ja, Jojo steht da und denkt sich, Scheiße. Du bist jetzt alleine in diesem Studio, alleine und verlassen. Billy, du kannst rein, du hast gerade frei, wenn du willst. Ins Studio? Ja. Kommen Sie mal her, ich muss Ihnen hier den Schweiß am Hals wegmachen. Oh, fuck. Das ist nicht witzig. Es ist witzig. Nein, es ist nicht. Weißt du, wie gefährlich das ist? Wieso? Scheiße. Was ist denn das Problem? Na, zum einen weiß ich nicht, ob die Tussi, der die Sin hier gehört... Irgendwie, ne? Möglicherweise vielleicht noch lebt. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Und zum Zweiten habe ich tierisches, dass die falschen Was? Leute mitkriegen und das ist nicht so cool. Komm jetzt, das wird schon alles hinhauen. Der will noch mehr davon machen, von diesen Scheißsendungen. Das passt schon. Du siehst aber so aus wie sie, fassen hast denselben Namen. Das ist ein bisschen komisch, in der Tat. Ups. Bitte. Da putzen wir dich morgen extra schön raus. Besser nicht. Und zwar, dass du nicht ganz so aussiehst wie sie, glaube ich, am besten. Ich lass mir was einfallen, okay? Mach dir mal keinen Kopf. Hör auf zu quäken. Nimm mal einen fürs Team, Mensch. Du kennst doch den Spruch, einen fürs Team. Mhm. Ich kenne den Spruch. Wir brauchen die Kohle. Ach ja, bevor du irgendwas sagst, liebster Esel, wir machen natürlich kein solches Gespräch, wenn da irgendwelche Leute um uns rum sind. Wir sind das natürlich Ding ist leer, uns. Ihr habt gerade frei, ihr habt gerade keine Nachricht, dass ihr irgendwo gebraucht werdet, das ist schon okay. Gut, danke. Ich meine, ihr macht das vor Kameras, aber die sind aus und das merkt Billy auch. Ach, tut sie das, ja? Soweit ich weiß, ist Billy so eine komische Technomancerin. Was ist die? Das sind alles böse Gerüchte. Ach so, na dann, ja, die Kameras sind auf jeden Fall an. Passt. Richtig. Gott, bin ich froh, wenn ich rauskomme. Wo? Hier. Also. Und wenn er mir jetzt eine Liste schickt von dem ganzen Scheiß, den er da vorstellen will, baut er da eigentlich auch irgendwas oder stellt er nur blöde Geräte vor? Das, was man heimwerkermäßig selbst noch nachbauen könnte, baut er auch mal an oder fertig. Er hat zum Teil über mehrere Folgen dann immer noch mal am Ende, was dann eingeschnitten wird, halt so ein größeres Projekt, das ist zurzeit eine Badrenovierung. Er macht auch tatsächlich Sachen selbst, aber er macht keine Technik selbst, sondern er preist Geräte an, die es gibt. Er hat aktuell eine Badrenovierung. Kann man da nicht irgendwas mit Wasser... Hier, Durchlauferhitzer-mäßig, Pimp-Mai-Durchlauferhitzer, was mäßig machen. Was genau
Hä? Ja, pass auf. Der Witz ist, dass Jojo ihn jetzt eigentlich dazu kriegen will, irgendeine Art Projekt zu machen. Ja, wobei, vielleicht geht das auch anders. Das Ding ist folgendes, wenn er ein Projekt hat, was er aufnehmen muss, die Sendezeiten sind fest. Ja, ja, ich weiß. Da muss ja auch eine gewisse Crew da sein. Ja, aber er bereitet sowas doch mit Sicherheit in der Zeit vor, in der, ich meine, der ist ja nicht nur zu den blöden Sendezeiten da, sonst... Natürlich, ne? Nicht, du musst auch bedenken, das wird immer in der Staffel aufgenommen und dann über eine sehr viel längere Zeit gesendet, danach hat er, weiß nicht, was er genau macht, aber er bereitet natürlich auch viele Sachen vor. Darum geht's ja. Aber ich springe jetzt ja, hier zu bitte. Der anderen Frau. Die hat bitte. Auch einen Namen und die heißt Machina. Genau, da tauchen wir ja dann später noch auf. So, Lexi. Jo. Du wolltest dem Bello hinterher, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, den unauffällig zu beschatten, beziehungsweise ihn so ein bisschen im Blick zu behalten, ich würde gerne mehr über ihn rausfinden. Also mit deinem Bus wird das nicht ganz einfach, weil der ja doch... Nee, auf keinen Fall, mit Öffis und zu Fuß. Na, da der mit dem Auto fährt, ist es mit Öffis, also mit Taxi geht's auf jeden Fall. Das funktioniert ich würde ihn zumindest auf dem Fensterputzerjob beobachten wollen. Ach so, na der Fensterputzerjob ist halt todeslangweilig, weil der fährt da hoch, dann putzt er Fenster, dann fährt er wieder runter. Arbeitet er alleine oder mit irgendwem zusammen? Na, das sind halt die, was hast du gesagt, 5-6 Typen. Und die jeweils auf einer eigenen, jeder auf einer eigenen Plattform. Okay, das heißt, im Grunde genommen arbeiten sie alle alleine auf der Plattform. Ja. Das heißt, der arme Kerl hat den Tag über echt wenig Leute, um mit sich zu unterhalten und muss viel arbeiten. Ja, du kannst auch, wie gesagt, da die Arbeitszeiten ja bei ihm fest sind, könntest du ihm mit einem Taxi theoretisch hinterher. Ja, warum nicht? Gut, ich würfe mal kurz beschatten für den Taxifahrer. Folgen Sie diesem Wagen unauffällig! Und ich weiß, dass du das so nicht sagen würdest. Von seinem Fensterputzerjob... Bis wann ging der? Bis 12 oder bis 14? Ich hab das schon wieder vergessen. 12, hast du ja gesagt. Wusste ich! So, aufgeschrieben, bis 12. Dann ist er 13 Uhr da und holt ein Kind. Vom Gesicht her würdest du sagen, sein Kind und auch von Habitus, den beide an den Tag legen, sein Kind ab. Es ist ein Junge von vielleicht so 4-5 Jahren. Holt er also ab. Bringt es dann zu so einem, wie nennt man das? Das ist eine Art Daycare Center. Also dort wird das Kind gefüttert, dort wird mit dem Kind ein bisschen was gemacht in Richtung, ich nenne es mal nicht Fütterung, aber es ist eine Art Hort mit, na, es ist also auch unterstützt vom Staate tatsächlich eins der wenigen, deswegen ist es auch relativ abgeranzt, aber die Leute dort geben sich halt Mühe. Das heißt, die machen mit den Kindern nicht nur setz dich in den Stuhl und halt die Fresse, sondern die tun so, als würden sie sich um die kümmern. Okay. Danach fährt er halt pünktlich zum Sub-Jedda-Ding und arbeitet dann nochmal von 15 bis 20 Uhr. Richtig schön die Frittenscheiße wegschaffen, Müll wegbringen, solche Tätigkeiten putzen. Okay, der Umgang mit dem Kind, war der liebevoll oder war das ein schnelles Abhandeln einer lästigen Aufgabe? Mach mal bitte ASCII. Ja, klar. Das sind 4 Erfolge. Schon wieder, Junge. Also er ist enorm gestresst generell. Er ist enorm verbraucht und wenn er das jeden Tag macht, ist das nicht schön. Die Dämpfe, die er einatmet, sind nicht geil. Bei dem Kind hält sich seine Miene doch schon ziemlich auf, auch wenn halt einfach der Schatten seines Lebens über ihm thront. Das Kind hat auch richtig Bock auf seinen Vater. Das Kind ist so ein Kind wie, oh, Papa, du bist ja nie da, komm mal was machen. Nee, das geht da doch nicht, meiner. Aber es ist halt nicht, halt die Fresse und lass mich jetzt in Ruhe, ich komme von Arbeit und will Bier trinken, meiner. Okay. Also es ist schon im Rahmen liebevoll. Okay. Aber keine Mama in Sicht. Keine Mama an dem Tag in Sicht. Okay. Ach, und an dem Tag wäre jetzt das Date, ne? Ich meine schon. Sehr gut. Geht leider nicht, aber ich gebe euch noch eine Info, und zwar Jojo und Billy. Studio 10 ist wegen Wartungsarbeiten geschlossen seit, das ist zurückdatiert, 6 Monaten. Und die Studiobelegung ist sehr knapp. Ihr hattet heute mal Zeit, euch in diesem einen Studio noch ein bisschen zu unterhalten. Aber ansonsten ist da halt immer eine Crew raus, eine rein, bla bla bla, übelster Stress. Und das Ding ist einfach seit Monaten ungenutzt. Was für eine Crew geht da rein?
Na, die Filmsets, da müssen ja auch zum Teil andere Kameras reingebracht werden, dann irgendwelche Simrig-Sachen bei manchen Sachen und so weiter. Da muss der Bluescreen ausgetauscht werden, Junge, du weißt doch nicht, wie hart das ist. Also da die ganzen Leute, die da was machen in den Studios, die haben einen relativ engen Zeitplan. Es darf nicht wirklich zu großartigen Verspätungen kommen. Und trotzdem haben sie halt einfach so ein Ding komplett leer seit 6 Monaten. Also keiner weiß und keiner spricht darüber, was da drin los ist. Julio wird fragen irgendwann. Na, da war der Weg doch gar nicht so schwer, um reinzukommen, oder? So weit, so gut jedenfalls. Naja, so gut für Jojo jedenfalls nicht eigentlich, weil wenn es eine Person gibt, die nicht im Fernsehen auftreten sollte, dann ist es ja wohl Jojo. Aber das scheint den Spielleiter nicht zu interessieren, nachdem er sie in irgendwelche Wasserbecken greifen lässt, und dann halbwegs Billy absticht, lässt er sie jetzt vor der Kamera rumwackeln mit irgendeinem Koks zugezogenen TV-Host. Anyways. So wie es aussieht, machen sie aber bisher alles richtig, jedenfalls was den Weg rein angeht, aber ihr kennt's ja, ne? So viel man auch plant, desto schlimmer wird's zum Schluss. Irgendwann geht der Run dann trotzdem in den Süden. Also sprich, schlägt fehl. Bäh. Wir wissen ja nie genau, was passiert. Der Spielleiter hat ja seine autistischen Momente. Und auch wahrscheinlich dieses Mal werden wir wieder mit seinem Autismus rechnen müssen. Aber wir freuen uns ja alle drauf, deswegen hören wir ja den ganzen Scheiß. Ne, Trolli, unser Held vom Erdbeerfeld. Gut, ja, dann war das jetzt die Session 10. Wie dem auch sei, interessant wird es, denke ich, dann die nächsten Male bezüglich Legwork immer noch. Wir haben am nächsten Montag den Run, denke ich mal, eventuell, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, werden wir sehen. Deswegen mache ich es auch kurz. Ich wünsche euch allen alles Gute und Liebe und Erdenkliche an unsere Subscriber und alle, die mir sonst immer auch grüßen, grüßen wir auch heute wieder. Gibt keinen speziellen Gruß. Wie dem auch sei, zum Schluss an der Stelle, wie immer, müssen wir darauf hinweisen, dass Shadowrun der Tops Incorporated gehört, dass die Intro- und Outro-Music von den Kremlkrauts ist, also sprich Ivan Ivanovic und den Kremlkrauts. Die findet man auf SoundCloud und auch Google hilft, wenn man die Seite finden möchte. Von denen laufen die White Russians unter der Common Creative License, Common Attribution oder wie es genau heißt. Und hoffen, dass YouTube uns immer noch drunter nimmt. Bisher kam von ihm nämlich noch nichts. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss.